Yeah. Starten. da läuft er. kleinen moment das dauert immer bis das das YouTube erreicht Bitte die Mikrofone ausschalten danke ja gut Ja, wir sind live. Life is life. Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 211. Vortrag zur Apokalypse und dazu den fünften Wochenspruch. Im Lichte, das aus Geistestiefen, im Raume fruchtbar webend, der Götter schaffen, offenbart, in ihm erscheint der Seelewesen, geweitet zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit Innenmacht. Also weitere Steigerung des, ja, des Hinausfliegens eigentlich, in die Welt hinaus, in das Licht hinaus, dem Licht entgegen. Wir haben ja heute auch eine, einen besonderen Tag oder genauer gesagt eine besondere Nacht. Die Walpurgisnacht. Der Hexenflug, der Hexenritt, das geht hinaus. Halt bei der Walpurgisnacht in einer bisschen ekstatischen Weise, was hinausgeht. Hier ist eher gemeint, dass sehr besonnene, selbstbewusste Hinausgehen, was aber keineswegs so also hemmt. Daran heftige Erlebnisse auch dabei zu haben. Aber man sollte halt also ganz mit dem Selbstbewusstsein wirklich dabei bleiben, also nicht einfach wegdriften. Das ist immer die große Gefahr, je mehr es überhaupt dann in die Sommerzeit geht, dass wir wegträumen eigentlich. Da kann durchaus Wahres drinnen sein in diesem Träumen, viel Wahres drinnen sein, aber man kann es halt nicht wirklich beurteilen. Also beurteilen kann man es. Ja, wenn man letztlich den Weg beginnt, über den wir jetzt eh schon öfter gesprochen haben, hin auch zur Imagination letztlich, die aber ein Selbstbewusst, aus einem selbstbewussten Tun heraus sichtbar wird. Also es ist da eine Wahrnehmung, eine Berührung mit der geistigen Welt im weitesten Sinn, mit der Seelenwelt, mit den Wesen, die da sind. Diese Berührung, diese Begegnung hat jeder Mensch. Im Grunde. Nur wissen wir es meistens nicht. Es ist also tief unter der Schwelle des Bewusstseins, aber die geistigen Wahrnehmungen, also sprich die Berührungen, die sind da, für uns alle sind sie da und im Unterbewussten wirken sie auch. Also das sind oft auch die Impulse, aus denen heraus wir handeln, ohne eigentlich jetzt genau zu wissen, warum wir das getan haben und dann vielleicht darauf kommen, ja, es hat eben genau gepasst. Das kommt dann nicht aus der rationalen Überlegung, sondern eben einfach, es ist ein Impuls da, es ist ein Anstoß da und, und wir reagieren einfach daraus. Und die Kunst, es ins Bewusstsein zu heben, wenn man es mit den neuen Kräften tut, eben mit den alten Kräften war es eben dann so, dass sie viel leichter eben zu dieser Berührung dazu dann das gleich umgesetzt hat in ein... Ja, Traumartiges Bild irgendwo in ein, eine Vision gekleidet hat, Es ging zack, zack, war da bei Menschen, die eben diese Fähigkeit noch hatten. Heute ist diese Fähigkeit bei vielen Menschen verschwunden, man kann sie noch bis zu einem gewissen Grad künstlich wecken, aber das wirklich Fruchtbare für die Zukunft ist, dass man ganz bewusst also in dieses malende Schauen dieser seelischen Bilder kommt. Also selber und sich bewusst ist dabei, ich male jetzt dieses Bild, aber ich male nicht was Äußeres nach. Ich male auch nicht die Imagination nach, weil das geht eigentlich gar nicht, weil sie ist übersinnlich, sondern ich übersetze diese Berührung, dieses, diese Empfindung, dieses Gefühl zunächst, das mich berührt. Ich übersetze es in ein Bild, von dem ich jetzt spüre, ja, das drückt das aus. Aus diesem Bild kommt, es ist zwar jetzt ein mehr oder minder sinnesartiges Bild, aber aus dem kommt mir dieselbe Seelenstimmung entgegen. Also das, das ist die Kunst eigentlich. Also zuerst einmal zu spüren, dass überhaupt eine Berührung da ist, sensitiv zu werden dafür. Das, dazu kann man kommen, indem man eben schon wirklich auch durchaus sinnlich aufmerksam zum Beispiel die Natur betrachtet, die Pflanzen betrachtet, nicht nur darüber huscht, sondern bei ihnen verweilt und sie wie soll ich sagen sie zu sich sprechen lässt irgendwie. Also das heißt zu so spüren, sie berührt mich, die Pflanze berührt mich. Baum Bäume können ganz was starkes sein. Also Bäume können nicht nur imaginativ sein, sondern auch sehr inspirativ sein. Also Bäume können unheimlich viel, viel erzählen. Das, pf, ich ich habe eine Lerche im Garten stehen, eigentlich ist, ist sie, ja, sie ist zwar schon ziemlich hoch, aber sie ist jetzt gar nicht so ein besonders vitaler Baum. Also, weil sie steht nicht auf so einen guten Grund irgendwo, aber sie wächst unermüdlich hinauf und die ist unheimlich inspirativ. Also, wenn ich einfach ein bisschen so hinausschaue, ohne jetzt bereits feste Gedanken gefasst zu haben, aber spüre, es will, will irgendwas kommen, dann, dann ist einfach das Betrachten, dieses sich Verbinden mit, mit dem Baum, also es kann sehr, sehr viele... Ja, imaginative Ideen bringen. Also Ideen, die sich aber sozusagen, ja, also da spürt man es Berührung, jetzt nicht nur ein Gefühl, sondern tatsächlich sowas wie eine Idee, die kommt, die man noch gar nicht in Worte fassen kann. Das ist das Interessante, weil die wirklichen Ideen kommen, also dass man sie eigentlich noch gar nicht aussprechen kann, aber man weiß, man, weiß, man spürt, sie ist da. Sie ist da, sie will mir etwas sagen und... Man muss halt dabei bleiben. Und, und das kann einem dann eben weiterführen zu diesem, zu diesem malenden Schauen, einfach. Also, indem man es versucht, in eine Art Bild zu bringen, wobei trotzdem auch, auch die, das eigene Erleben dieses Bildes anders ist als. Als eben so ein traumartiges Panorama, wo jetzt man sagt, boah, das ist jetzt also in Sinnbilder von mir aus gefasst, aber, aber doch in sinnliche Bilder letztlich. Also eigentlich ist es sichtbar, unsichtbar. Es ist da, man kann sich orientieren drin, man bewegt sich drin, man kann darin leben und das eigentliche Übersetzen ist eigentlich dazu notwendig, um es jetzt kommunizieren zu können, und um überhaupt darüber sprechen zu können. <laughs> Weil in menschliche Worte lässt sich nicht nicht fassen. Ich meine, wenn der Engel kommt und sagt, fürchte dich nicht, ja, in welcher Sprache spricht er denn? Ja, zufällig immer in der, die ich gerade beherrsche. Aber das heißt, das ist meine Übersetzung. Aber es lebt in dem drinnen und die, die Bedeutung stimmt. Aber ich übersetze es in Wahrheit in diese Worte, die sinngemäß passen. Und, und je mehr man sich dessen bewusst wird, also wie man eigentlich dieses Bild aufbaut, auch dieses Klangbild von mir, hast du dazugehört. Also, wenn der Engel eben zu sprechen beginnt. Das ist vielleicht schon ein gewisser Übergang zur Inspiration, weil Inspiration heißt also geistiges Hören, wenn man so will, das Sprechen zu hören. Aber es, 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 es hat trotzdem auch das Imaginative drinnen, weil Imaginative kann es übersetzen in, in alle Sinnes-Eindrücke, in alle Sinnesqualitäten. Also in Farbqualitäten, aber auch in Klangqualitäten, in Wortqualitäten. Wir haben ja eigentlich zwölf. Zwölf Sinne zur Verfügung, wenn man Rudolf Steiner folgt. Und da ist etwas dran. Ich meine, auch die äußere Wissenschaft weiß mittlerweile, dass wir mehr Sinne haben als nur fünf Sinne. Das ist das alte Wort, die fünf Sinne, die kannte man halt schon. In der Antike war man sich dessen bewusst, aber es sind ja viel mehr Sinne. Also, zum Beispiel zum Hörsinn dazu. Ja, das, der Hörsinn ist noch nicht der Wortsinn oder Sprachsinn, zum Beispiel. Damit ich diese Laute, die an mich kommen, diese Klänge von mir aus, die an mich kommen, als Sprache identifiziere, da brauche ich noch mehr dazu. Und, und da sieht man auch sehr deutlich, der Sprachsinn muss aber auch geschult werden. Also, weil. Ich kann es nicht einfach als, als Baby oder also, sagen wir jetzt, wenn wir im dritten Jahr drinnen sind, dann fangen wir an, es, es zu, zu verstehen. Aber warum? Weil wir selber schon begonnen haben, die Sprache zu bilden. Also der Hörsinn ist, der, der, der Sprachsinn ist also gerade so ein typisches Beispiel, dass man sehr energisch die Tätigkeit dieses Sinnes erst erlernen, erüben muss, um überhaupt was wahrzunehmen. Und trotzdem nehmen wir die Sprache wahr, unmittelbar. Und wir müssen sie nur noch dann trennen vom Gedankeninhalt des Gesprochenes. Das ist also noch ein Unterschied. Dann gibt es auch noch einen Gedankensinn. Und äh, häufig wird, wird der Gedanke auch auf dem Wege der Sprache übermittelt. Irgendwo ist die Anregung. Aber dass wir den Gedanken erfassen, dazu reicht es noch nicht, dass wir die Sprache erkennen, alle Worte erkennen und uns vielleicht trotzdem noch keinen wirklichen Reim darauf machen können, was, was der jetzt wirklich gemeint hat. In, in Wahrheit ist es ja heute so, äh, dass oft, ich habe das eh schon öfters erzählt, dass Gespräche oft keine Gespräche sind, sondern dass sie Monologe sind. Der eine hält seinen Monolog und der andere hält seinen Monolog was er sich denkt, dass der gesagt haben könnte, in Wahrheit. Oder wo man halt fest glaubt, das hat er gesagt. In Wahrheit hat man aber die eigene Interpretation und sie ist schon gemessen an, an der eigenen Erfahrung, an dem eigenen Vorwissen. Es ist schon ein gewisses Urteil, ja, stimme ich überein oder nein, sehe ich absolut nicht so. Und so entstehen sehr leicht Missverständnisse. Weil häufig ist es so, der andere meint eigentlich eh das Gleiche, was ich auch meine, nur er formuliert es etwas anders, mit ein bisschen anderen Worten, die mir nicht so gewohnt in dem Zusammenhang sind, weil ich es in anderen Worten, ein anderen Worten ausdrücke und schon meine vielleicht derzeit halt genau das Gegenteil von dem, was ich meine. Ist unter Umständen gar nicht der Fall. Genauso wie ich umgekehrt vielleicht nicht, nicht gleich bemerke, dass jemand mir was erzählt und das ist tatsächlich jetzt eine ganz andere Perspektive, aber auf das höre ich gar nicht hin, dass das eine andere Perspektive ist, weil ich bin gewohnt, meine Perspektive einzunehmen und die höre ich schon oder glaube ich herauszuhören aus den Worten des anderen. Und das heißt, ich komme nicht an seine Gedanken wirklich heran, ich nehme sie nicht wahr. Also die Kunst ist ist im Wort, aber auch in der Gestik, in der Mimik des anderen Menschen zu lesen, seine Gedanken, seine Gedanken. Also wir können etwas wie Gedanken wahrnehmen. Es ist aber, und da müssen wir nicht also Telepathie oder sowas beherrschen, sondern es ist durchaus, also es geht über, den ganz, über die ganz normale Sinnlichkeit und unterstützt durch viele andere Sinne natürlich auch. Eben Bewegung, Gestik, Mimik, wie sich das Gesicht verzieht, der Blick. Blick ist unheimlich stark. Der Blick sagt sehr viel darüber aus, wie, wie sehr der andere Mensch hinter dem steht, was er sagt, oder ob er vielleicht ganz bewusst mich täuschen will, vielleicht. Das kann ja halt auch vorkommen. Kriegen aber oft die Leute auch nicht mit. Also, Menschen können das sehr überzeugend spielen. Aber man bemerkt es trotzdem, wenn man, wenn man aufmerksam genug ist, dann, dann merkt man doch, ja, aber da spricht etwas anderes zu mir. Die, die, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, wie es im Faust heißt. Also es, es ist vielleicht ganz anders. Und, und dann kommt ja noch als ganz besonderer Sinn der Ich-Sinn zum Beispiel. Also der Ich-Sinn ist jetzt nicht die, das Bewusstsein für das eigene Ich, sondern den anderen als Ich zu erleben. Und zwar durchaus, da steckt sehr, sehr viel drinnen. Nur auch diese Ich-Wahrnehmung ist, ist halt sehr, sehr verschwommen, die ist besonders verschwommen, weil wir, wie wir jetzt schon oft gesprochen haben, auch von unserem so eigenen Ich. Als Normalbürger unserer Zeit im Grunde relativ wenig wissen. Also, weil die wirklichen Ich-Erfahrungen, das sind besondere Momente des Lebens in Wahrheit. Wo man irgendwas tut, ganz spontan, nicht vorbereitet, vielleicht in der Begegnung mit einem Menschen, und da entsteht irgendwas. Und da, da sage ich irgendwas und das weckt den auf, mir was zu sagen. Und wir gehen dann noch ein paar Minuten auseinander. Und es hat für jeden von uns was bedeutet. Und das war völlig unvorhergesehen. Da in solchen Momenten kann man am stärksten das Ich spüren. Also gerade dort, wir, wir spüren es eigentlich am... Nur im, im Abbild, dort, wo wir so ganz über uns grübeln, wer bin ich, woher komme ich, welche Stellung habe ich in der Welt, welche Bedeutung habe ich in der Welt für andere Menschen, wenn ich da grübel, da erfahre ich vielleicht viel über die Sorgen und Nöte und, und vielleicht auch, auch die, die Freuden des eigenen Egos, also wo ich denke, oh, ich kann das, ich bin der und der und habe die und die Position. Das hat alles mit dem Ich überhaupt nichts zu tun. Nichts. Nichts. Ich kann der Bundespräsident von irgendwo sein und kann ein großer Volksführer sein, kann, kann auch begabt in dem sein. Das sagt über das Ich noch nicht sehr viel aus. Sagt noch nicht sehr viel darüber aus. Also, gerade die, die Menschen, die wirklich also schon mehr von ihrem Ich erkannt haben, die, was eigentlich. Nur geht auf dem Weg einer bewussten geistigen Schulung, die man durchmacht, einer Entwicklung. W wurscht, welcher Schulungsweg das ist jetzt. ob ja, einem gewissen Zeitpunkt entwickelt man eh einen ganz individuellen Weg und das ist auch heute notwendig. Also man kann natürlich einmal gewisse Gemeinsamkeiten erzählen, die für alle Menschen irgendwo gültig sind, aber griffig wird das erst, wenn man es individuell ergreift. Wenn man eben auch speziell an seine eigenen Ich-Erfahrungen anknüpft, die wirklichen Ich-Erfahrungen, dass man sie die zu Bewusstsein bringt. Es hat sie jeder Mensch, nur viele verschlafen sie auch wieder und sind zufrieden damit, dass eh ihr Ego erleben, das ja für den Alltag absolut notwendig ist und, und wichtig ist. Wir könnten ohne das, das habe ich eh schon oft gesagt, nicht Erdenmensch sein. Es ist also keine Verunglimpfung des Egos. nur es ist ein müder Schatten, das Ich irgendwo drinnen. Und, und das mischt sich halt dann mehr oder weniger von den Widersachern auch hinein. Und wirkliche Selbsterkenntnis heißt aber dann, als auf, auf erster Stufe aus der Warte des Ich heraus, einmal das Ego anzuschauen. Dann muss ich mir aber schon erkennen: aha, das sind zwei verschiedene Paar Schuh. Das das kann, kann dazu führen, im, im, im Extremfall und bei der geistigen Schulung führt es dazu zur Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle einmal. Da sehe ich dann sehr deutlich, namentlich einmal, was ist in meinem Ego los, was ist in meinem seelischen, astralischen los. Also da geht es halt nur über das Ego hinaus, weil Ego ist, ist eben auch nur ein Teil des Astralischen, da ist nur ein, ein größerer Bereich. An, an Kräften, an die man mit dem Bewusstsein gar nicht herankommt, normalerweise höchstens einmal in Träumen oder was oder, oder wo sich's äußert, dann, ja, wenn man wirklich einmal außer sich gerät, ja, ganz interessant, da erfahrt man vom Ego am meisten. Also, wenn ich wenn irgendwas in, in Freude oder was, in, und zwar so wirklich in ekstatische Freude komme, naja, Nacht ist so ein so so Gebiet, was in diese ekstatische Freude hineingeht. Ja, und da spricht sich das Ego tatsächlich in seiner ziemlich wahren Gestalt aus, mit allen seinen Plus und seinen Minus auch. Und äh, wenn man noch wenig an sich gearbeitet hat, sind halt eine ganze Menge Minus drinnen, äh, wo man merkt, was, wo man sich nicht in der Hand hat und wo das nicht auch etwas ist, was, was bereits geformt ist durch das Ich selber, was geleitet ist durch das Ich selber. Also, und wenn man einen geistigen Entwicklungsweg durchmacht, dann kommt man aber früher oder später genau zu der Feststellung, die Johannes Thomasius etwa in den Mysteriendramen, im dritten Drama dann deutlich macht: Als Zweiheit muss ich fühlen, was ich bin. Also, durch meine geistige Schulung bin ich ein Wesen. Das an einer ganz anderen Ebene angehört, und ich weiß jetzt auch davon, als eben mein Alltags-Ich, sprich mein Ego, das eben eigentlich nur ein Schatten des Ich ist. Weil natürlich äh, welche australischen Kräfte wir ich mir mitgenommen habe, hängt zum Teil natürlich zu dem ab, was das ist, dass ich auf dem Weg zur Inkarnation eingesammelt habe. Kommt aber einiges dazu, was auch aus der Vererbung letztlich kommt, weil auch da also ist in, in der Familie, da gibt es eine Familie, ein Ego, wenn man so will, ein großes, da gibt es starke astralische Kräfte, die drinnen sind, überhaupt wenn es eine große Familie ist. Da, Lebt sehr viel drinnen und das wird dann auch Teil des eigenen Astralleibs. Dann kann ich zwar sagen, als ich habe ich mir diese Inkarnation ausgesucht, ja, vielleicht um Gott die, die Aufgabe zu vollbringen, zu erkennen, ja, was bin aber nicht ich drinnen? Was habe ich mir nur als Aufgabe gen genommen? In, was, in welche Nesseln habe ich mich da vielleicht auch hineingesetzt? Oder in welches wunderbare Nest habe ich mich hineingesetzt? Kann beides sein. Kann beides sein. Und das sind Dinge, die es heute ganz frei zu erkennen gilt. Ja, darum ist ja heute auch, wie soll ich sagen, das, das Familienleben viel komplizierter geworden als, als früher, in Wahrheit. Ich meine, nicht, dass nicht früher Menschen auch glücklich in eine Familie gekommen sind oder ganz unglücklich drinnen waren und trotzdem was für einen weiteren Weg daraus gelernt haben. Aber es, man ist viel selbstverständlicher trotzdem in das hineingewachsen. Heute ist es doch so, selbst wenn man sich zwar des Ichs noch nicht so definitiv bewusst ist und den Unterschied noch nicht erkennt, aber man spürt sehr leicht, passt oder ist Widerstand. Ich muss ankämpfen dagegen. Also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ich mir einfach wirklich als Teil des Ganzen fühle, sondern unter Umständen gerade also sehr stark rebelliere dagegen auch, weil ich mir das als karmische Aufgabe mitgenommen habe. Und rebellieren gibt es jetzt in den verschiedensten, verschiedensten Stufen drinnen. Also es ist zum Beispiel heute nicht mehr selbstverständlich, Vorher war das nur der, der Großvater war, war Schuster, der Vater war Schuster, also wird der Sohn auch Schuster und sein Kind muss auch Schuster werden. Das ist heute fast undenkbar schon in unseren Bereichen. Ist ganz, ganz selten. Sondern pff, der will ganz was anderes werden. Sucht ganz andere Kräfte. Das heißt aber auch, dass er sich viele Kräfte selber neu erwerben muss dazu. Sich vielleicht auch ein bisschen was mitgebracht hat dazu, natürlich, weil wir uns unser seelisches eben zu einem großen Teil selber zusammensuchen oben, aber wir kommen eben auch hinein in das, was durch die Vererbung letztlich hereinkommt, also durch die Eltern, durch die Großeltern, durch die ganze Strömung. <laughs> da ist was sehr Starkes drinnen, was bis zu einem gewissen Grad Kollektives auch drinnen natürlich. Und das sind heute oft eben, wenn es passt, die Sachen, die am fördern können, wenn es nicht passt, die großen Kämpfe, die aber auch dann gerade durch die Kämpfe fördern können. Also, wo man, wo man einfach sich stärkt daran, auszubrechen aus dem Ganzen. Na, ich bin, ich wäre nicht Schuster und da könnt ihr machen, was ihr und, und dann, dann bückst er aus von mir was oder was, wie auch immer, und kämpft sie alleine durch und ist ganz auf sich allein gestellt. Und äh, ist natürlich in verschiedenen Weltgegenden heute noch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Äh, man, man muss ja denken, dass in der Vergangenheit ja gerade diese, diese Großfamilien, dass das auch eine ungeheure Machtposition war, wenn da starke Kräfte drinnen waren. Und, und das heißt, man hatte es. Ja, bis in die nicht so ferne Vergangenheit hinein, weil ich meine, das ganze Adelsprinzip beruht nur auf dem irgendwo. Da war irgendwann einmal eine große, große, große Stifterpersönlichkeit, die also ganz starke Kräfte entwickelt hat, die durchaus auch aus ihrem Ich sehr starke Kräfte, bewusst oder nicht bewusst, hereingeholt hat, in ihren Taten auf jeden Fall, welcher Art auch immer. Und das lebt jetzt in der Familie. Und die ganze Familie zehrt über Generationen eigentlich davon. <laughs> Nur irgendwann erschöpft sie das. Irgendwann ist es, ist, es, ist es zu Ende. Ja, war ja in der Geschichte ja dann auch bei den großen Königshäusern oder so, dann kommt halt ein ganz, ganz anderer hinein und fegt die weg irgendwann. Und gründet halt selber seine Dynastie. Aber heute geht es darum, eben auch zu dem Familienmilieu, also zur, zur Abstammung sozusagen ein ganz anderes Verhältnis zu bekommen, nämlich ein ganz freies. Weil das kann was unheimlich Tolles sein, dass in der Familie ganz freie Menschen einander begegnen und wo man einander wahrnimmt und, und nicht also die Nachkommen sozusagen, die Kinder als, als Abglanz heute halt des, des Familienerbes gesehen werden. Dann wird es in der Regel heute scheppern. Einfach. Und dann muss es auch scheppern. Sondern wenn man sie wirklich ganz in Freiheit begegnet. Das, das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Weil natürlich die Eltern meinen es gut für die Kinder, nur sie können es nur so gut meinen, wenn der, die Kinder einen ganz anderen Weg eigentlich gehen wollen. Der, der für die Eltern gar nicht fassbar noch ist, irgendwie, dann wird das schwierig. Ich meine, die Eltern wollen nicht, ja, wir, wir waren Bankkaufleute seit drei Generationen und, 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 und das musst du doch fortsetzen und das Vermögen weiter verwalten und sonst irgendwas. Na, aber der will, weiß ich nicht, Musiker werden. Oder Schauspieler vielleicht sogar, und wir wissen, Schauspieler ist meistens ein brotloser Beruf. Ja, er kann aber so weit kommen, dass er selber seinen Namen dann macht von null auf, weil er eben wirklich drinnen lebt, aus Begeisterung drinnen lebt, aber die Eltern schlagen vielleicht die Hände über den Kopf zusammen, nein, das, das kann doch nicht sein. Du musst lernen, mit dem Geld umzugehen, das ist das Wichtigste. Und der sagt, nein, ich muss meine Kunst leben, und das Geld wird sich schon finden. Und wenn er gut ist, wenn er darin lebt, findet es auch. Und da muss er auch nicht dauernd falschen drum in Wahrheit. Sondern erinnern sie ihm noch. Also das ist eine, eine sehr schwierige Situation. Und Das heißt, es geht aber auch darum, also diese, diese Ego-Kräfte, die in mir in meinem umfeld in meiner gemeinschaft in meiner familie leben auch kennenzulernen und auch natürlich kennenzulernen die dunklen kräfte die drinnen sind beim ego sind immer dunkle kräfte auch drinnen ja bedingt durch unsere fehler auch die wir begangen haben aber eben auch mit einer gewissen notwendigkeit weiß kann im leben eben immer aufbauende, aber auch abbauende, ja sogar zerstörende Kräfte hinein. Im, im Menschen lebt ein gewaltiger Zerstörungsherzog, der Rudolf Steiner. In jedem Menschen. Und das Problem entsteht, wenn wir etwas von dem, was in unserem Inneren notwendig ist, wenn wir das in die Außenwelt tragen. In unsere Taten, in unsere Handlungen und was davon hineintragen. Unbewusst. Also es passiert in der Regel unbewusst. Ich meine, wenn es wirklich bewusst passiert, dann ist das schon eine schwarzmagische Schulung. Dann, dann, dann äh, versucht man sich dies, diese Kräfte also ganz bewusst dienstbar zu machen und die haben dann zerstörende Wirkungen in der Welt draußen. Zerstörende Wirkungen eben für alles das, was diesen eigenen schwarzmagischen Bestrebungen im Wege steht. Und solche Dinge werden gemacht. Und äh, <laughs> auch, auch das gab es natürlich in, bis, bis in alte Zeiten zurück ganz, ganz stark. Da kann man bis in die atlantischen Zeiten hineingehen. Und da war es auch getragen von, von Familienclans und dergleichen. Also wo das ganz stark drinnen lebt und wo halt dann das eine oder das andere kultiviert wurde. Es gab sehr wohl welche, wo eben die, die lichten Kräfte besonders gepflegt wurden und die, die dann nach außen gegeben wurden, aber es gab genauso die, die andere Seite drinnen, also äh, ganz stark, also Mitte-Atlantische Zeit, äh, die turanischen Völkerschaften damals, die haben das sehr stark, diese schwarze Seite gepflegt und, und haben dadurch, na ja, zum Beispiel bewirkt, dass... dass aber auch sich die urpersische Kultur entwickeln konnte, weil sie hat sich entwickelt genau an dem Gegensatz. Also Iran und Turan, das waren zwar Gegenpole, zwar absolute Gegenpole, die einander aber trotzdem gebraucht haben. Und <laughs> obwohl da also im, 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 im Turanischen damals also wirklich schwarzmagische Kräfte drinnen geweckt wurden. Das, das heißt, sie sind gefährlich, aber sie sind sowieso nicht wirklich komplett auszurotten in unserer Welt. Aber sie sind eben auch ja, bis zu einem gewissen Grad, wenn ich jetzt sage notwendiger Bestandteil, ist das sehr, sehr scharf ausgedrückt, aber sie sind jedenfalls ein, ein Ferment, mit dem wir ringen müssen. Und äh, Walburg ist Nacht heißt auch unter anderem mit diesen Kräften ringen. Und äh, wobei man ja dazu sagen muss, das darf man zum Beispiel jetzt nicht, weil es ja dann auch mit Hexenritt und Hexenflug und so, Hexe oder Hexer, Hexer gibt es genauso, äh, da muss man aber auch dazu sagen, dass, dass daraus also wieder im, im Bekämpfen dieser, dieser Dinge sehr viel Missbrauch getrieben wurde. Weil die meisten, die als Hexen oder vielleicht Hexer, aber meistens waren es gerade Frauen, die Besonderes gespürten, zum Beispiel in der Heilkunde, im Heilen überhaupt mit Heilkräften umzugehen. Ähm Menschen, die noch diese Fähigkeit hatten zu spüren, was der andere Mensch braucht, und zu spüren, welches, welches Heilkraut ist da nützlich dafür, welches wirkt dazu, weil sie eben einfach noch mit dem alten hellsehener schauen konnten, aha, das stimmt zusammen in der Imagination. Die Imagination der Pflanze, die passt zu der Imagination, die, die von der Krankheit her ausgeht und von dem Menschen, der diese Krankheit hat. Und da passt dieses oder jenes dazu und dann so haben sie ihre, ihre Mittelchen entwickelt, zumindest am Anfang, ich meine, später hat es natürlich an immer so funktioniert. Weil, weil eben das, das Hellsehen, das alte Hellsehen, mit der Zeit halt auch schwächer geworden ist, mehr auch dem Irrtum unterlegen ist, gab es natürlich auch Fehler drinnen. Aber wesentlich weniger Fehler als in der aufkeimenden wissenschaftlichen Medizin damals. Also, die Quacksalber, wenn ich es jetzt so sagen darf, die, die halt noch ihren Kopfprinzipien und vor allem nach dem Geldprinzip gearbeitet haben, die haben einfach in, in diesen hellsichtig begabten Leuten einfach eine Konkurrenz gesehen, eine ganz extreme Konkurrenz. Und der Kirche waren es auch nicht so besonders recht, erstens, weil die, die, die Klöster ja auch mit Heilmitteln was gemacht haben. Waren im Übrigen dort auch be teilweise begabte Leute dabei, die genau nach denselben Prinzipien gearbeitet haben. Und es gab auch genauso Scharlatane dort dabei. Aber auf jeden Fall wollte man die Konkurrenz nicht haben. Und, und die, ihr wisst, die ganzen Hexenverfolgungen, die großen Hexenverfolgungen waren nicht im Mittelalter, sondern die waren im, im, in der Neuzeit. Im Anbruch der Neuzeit bis, bis ins 16. Jahrhundert gut, gut hinein, 17. Jahrhundert sogar noch hinein. Da, da waren die, die Großen, die wirklich die Massenverfolgung. Da sind auch die großen Schriften entstanden gegen die Hexen und so, der Hexenhammer und diese ganzen, ganzen Geschichten, wo wirklich Schauergeschichten drinnen sind, teilweise. Eben bezüglich der berühmten Hexensalbe. Die Hexensalbe war etwas, was man eben genau jetzt zu Walburgis genommen hat, um naja, den Hexenflug anzutreten. Ja, ja, die Hexens und die Hexer sind geflogen, allerdings nicht körperlich, sondern mit der Seele hinaus. Ich meine, er kennt das gerade, junge Menschen, Kinder oder junge Menschen haben lange noch Flugträume oder was. Flugträume hängen mit nichts anderem zusammen, als dass sie da. Astralleib lockert, sogar ein bisschen der Ätherleib lockert und, und dass man da hinausfliegt. Also, ich kann mich erinnern, als junger Mensch noch, also sicher noch weit in die 20er Jahre hinein, habe ich oft Flugträume gehabt. So richtig wie ich, ich fliege über die Landschaft. Und, und die waren so intensiv, dass ich wirklich gedacht habe: Ja, jetzt landest du, du kannst fliegen. Und dann bin ich natürlich aufgewacht irgendwann, doch na, vielleicht doch nicht so ganz. Aber im, im Traum war das ganz, ganz klar: ich kann fliegen. Ich fliege. Und zwar wirklich auch über die äußere Landschaft. Genauso so, so, so erlebt sich das. Also, so ist es ja auch tatsächlich, wenn man, äh, wenn, wenn diese Lockerung eintritt und man sie bewusst miterlebt, ist es durchaus nämlich so eine Mischung noch zwischen sinnlichem und übersinnlichem Erlebnis. Also man hat tatsächlich das Gefühl, also man fliegt über die Landschaft. Das ist genau das. Und, und, und bei den Walburgis-Nachtszeremonien wird halt, wie es der Goethe auch im, im Faust erwähnt, eben diese Hexensalbe. So genaue Rezepte dazu gibt es nicht. Die sind alle später rekonstruiert worden. Irgendwo, es ist nirgends so wirklich festgehalten. Aber es, es waren. Also, eine Salbe, es war also irgendeine fettige Mischung irgendwie, also irgendwelche Fette. Im Hexenhammer ist das dann also ganz ausgeschlachtet worden, dass also da Kinder getötet wurden und das, das, das Fett von den Kindern verwendet wurde, weil das eine besondere Wirkung ist, nie passiert. War einfach Verleumdung. War einfach Verleumdung. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, wie empörte Menschen dann waren rundherum, wenn, wenn das kolportiert wurde und da, da braucht man nur denken an die Corona-Zeit, was da alles gelaufen ist. Ich sage nicht mehr dazu, wie, wie verteufelt da, welche Hetzjagd dann, dann eintritt. Und die war, war halt damals auch, aber das ist alles Neuzeit, alles Neuzeit. Im, im, im Mittelalter relativ wenig. Wen dann halt wirklich zu ganz speziellen Zwecken, dass man wen einfach beiseite schaffen wollte. Aber, aber richtig eskaliert ist das. Ist das in der Neuzeit? Und manchmal kommt man vor, so von, von der Grundhaltung sind wir noch nicht ganz darüber hinweg. Es wird halt nicht mehr mit Scheiterhaufen gemacht. Es ist halt äußerlich etwas sanfter geworden, aber es reicht ja schon, wenn, wenn der, der Ruf zum Beispiel eines Wissenschaftlers, der sich halt nicht an die, auf die, Spur, an die Spur hält, äh, wenn der ruiniert wird, einfach systematisch. Also also, das, das passiert heute auch. Wer nicht linientreu ist sozusagen, wer glaubt, seine eigenen Flüge machen zu müssen, vielleicht auch, weil er geistig was erlebt sogar, na pff, weg, ist ganz klar. Ich meine, ich mein, es ist, ist ganz klar, dass, dass auch Rudolf Steiner dann in, in so eine Kategorie fällt für viele. Ganz klar. Weil das ist ja alles verrücktes Zeug. Das, darf nicht sein, das bringt unser Weltbild ins, ins Schwanken, das kann nicht sein, das muss Blödsinn sein. Und. Aber <laughs> eben. eben in, in, in der, im, im, im Faust, wenn wir ja letztes Mal relativ viel über den Faust und über die klassische Waldburgis-Nacht gesprochen haben, wo, äh, wo ich erzählt habe, dass das eigentlich eine in sinnliche Bilder übersetzte Imagination ist. Ja, wie man es eh machen muss, um es kommunizieren zu können. Und nur der Unterschied ist, ganz bewusst weiß ich der Goethe nicht, was er und warum er das genau macht. Er hat nur gewusst, so und so und so und so, und so passt es. Das hat er gespürt einfach. Und, und genau das ist auch der, der erste Eindruck, wenn ich die Imagination, eine Imagination aufbaue, es fügt sich eins ins andere und man merkt, es passt. Und man muss dann eigentlich am nächsten Schritt gehen, um noch ganz klar zu fassen, warum es eigentlich passt. Aber das, das Erste ist, ist eigentlich dieses Verblüffende, das fügt sich wie von selber eins. Eins ins andere, eins zum anderen zusammen, man geht weiter, da, ah, da schließt sich noch was an, ja, da gehört das dazu, da gehört das dazu, man weiß es einfach. Aber das reicht noch nicht für, für einen modernen Weg, es gehört dann eben der nächste Schritt dazu, wirklich klar, bewusst auch in unserem rationalen Denken zu erkennen, warum das zusammenpasst. Dann kann ich eigentlich erst wirklich sinnvoll darüber sprechen. Und dann kann ich mal selber sicher sein. Aber dann kann ich eben wirklich verfolgen, warum sich diese Dinge ineinander, ineinander fügen. Ich meine, das ist so, wie wenn ich ja immer ein Kunstwerk schaffe und auch erkenne, was sie darin ausdrückt. Und was oft bei einem Künstler nicht und nicht notwendigerweise der Fall ist. Muss nicht sein. Also er, er beginnt was, was zu malen, ja, er hat sich irgendein Thema gesetzt, aber das Thema ist eigentlich immer nur das Äußere, ist das Äußerliche. Eigentlich will er, das ist nur der Anhaltspunkt, damit ich das Eigentliche darstellen kann. Weil es geht eigentlich in Wahrheit immer um was, was Tieferes. Selbst wenn der Künstler materialistisch gesinnt ist, geht es auch darum. Nichts, nichts anderes in Wahrheit. Es ist ja im Übrigen äh, der Zusammenhang zwischen dem Sinnlichen und dem Übersinnlichen, also Gott im imaginativen Bereich, also zwischen dem äußeren Sehen im weitesten Sinn und dem Inneren Schauen, malenden Schauen von mir aus, das ist sehr eng verwandt miteinander, nämlich insofern, dass an beiden ja gerade dieses Stirnzentrum sehr stark beteiligt ist. Also das, das Stirnchakra, die das, das zwei, das sogenannte zweiblättrige Lotusblume. Dies ist, die ist aber auch beim Äußeren Sehen mitbeteiligt. Die ist genauso mitbeteiligt. Nur interessanterweise, wo schauen wir da hin? Wir schauen in uns hinein. Gerade wenn wir die Außenwelt sehen, also wenn wir sinnlich schauen, schaut die zweiblättrige Lotusblume in uns hinein. Und, und das ist aber auch notwendig, dass wir uns überhaupt dessen bewusst werden, was wir da sehen. Sonst würden wir, wir schauen also und, und, und wir sehen dann, wir erleben danach bis zu einem gewissen Grad, ja, ja letztlich auch, was, was sie in unseren Hirnkastel tut. Wie es eigentlich auch die, die ganzen Dinge jetzt in, in, in Gestalten einfängt. Ich meine, wenn man das bewusster machen könnte, dann würde man auch erleben, oder erleb könnte man bewusster erleben. Wie weit wird das, was wir sehen, manipulieren im Wahrheit beim Sehen? Wir manipulieren nämlich immer, auch, weil über das haben wir auch schon gesprochen. Äh, auch das Sehen müssen wir lernen und es beruht auf unserer Tätigkeit. Wir würden nichts erkennen, wenn wir nicht selber tätig wären drinnen im Schauen. Also das, das Sehen ist niemals ein passiver Vorgang, sondern es ist ein, vor allem wenn wir Formen erkennen, ist es ein, ein aktives Malen mit den, mit den Blicken eben. Wir malen mit den Augen. Wenn die Augen ganz starr wären, sind sie aber nicht immer ununterbrochen. Bewegungen mit und, und mit, aber das sind ja nicht nur willkürliche Zugungen, diese Sakaden, die gehen sehr schnell, die machen wir ununterbrochen, die bemerkt man gar nicht, selbst beim anderen nicht, weil das so schnell geht, aber wir dann ganz leise zeichnen mit den Blicken. Und nur, da, bevor wir das nicht können, erlebt als, als Kind, nehmen wir die, die Welt nicht nicht in Formen war. Es ist hell, dunkel, ist irgendwo da. Es ist auch die Differenzierung in Farben noch nicht sehr deutlich, sondern es ist nur hell, tut weh, dunkel, macht Angst irgendwo. Das ist irgendwo da, aber noch kein konkretes Erleben. Irgendwann dann ist da was, aber ob das jetzt der Mond ist oder das Gesicht vom Opa oder irgendwas noch nicht. Noch nicht klar, erst wenn ich lernt, ah, das ist die Nase vom Opa und, und ah, mit den Augen schaue ich jetzt, ah, ah, aus diesen Erfahrungen kommt es. Wird uns aber nicht bewusst. Und das müssen wir heute, wenn wir bewusst lernen wollen, geistig zu sehen, unbewusst tun wir es eben eh alle. In Wahrheit gibt niemand, der nicht die Dinge wahrnehmen würde. Also, es ist von nichts die Rede, was jetzt nur ein paar Menschen vielleicht als Fähigkeit haben. Das haben alle. Die Kunst ist, kriegen wir es ins Bewusstsein oder nicht, das ist die große Kunst. Und, und da heißt es eben genauso, malen, lernen <laughs> im Imaginativen. und der Weg dazu führt aber auch, und darum ist es also durchaus sehr nützlich, dass man im Sinnlichen sehr lebendig ist, im Sinnlich-Malerischen sehr lebendig ist, weil das ist für uns der Anhaltspunkt, aus dem wir mal gestaltend tätig werden können. Und trotzdem merkt man sofort, es ist, es ist aber da ganz anders. Also, gerade wenn man. Wenn man es nicht als fertige Vision bekommt, ist nämlich von Haus aus, da können wir schon lang malen und wir haben schon lange eigentlich einen Überblick. Ich weiß, da, 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 da. Aber ich habe noch kein sinnesartiges Bild dazu, gar nicht. Gar nicht. Ich bin eigentlich vor der reinen Imagination. Aber gerade, wenn ich sie, jetzt weiß ich aber, Sagen kann ich darüber nichts. Ich, ich weiß, ich habe sie, sie ist da, ich weiß sogar, da ist dieses, da ist jenes, da, dort, aber ich habe für nichts eine Bezeichnung. Weil unsere Sprache eben für Sinnliche schon lange ausschließlich praktisch geprägt ist. Nur im Hintergrund. Ich habe das das letzte Mal, glaube ich, erzählt, mit dem Hebräischen und so. Mit der, mit, nur mit dem Anfangswort Bereshit in der Schöpfungsgeschichte ist eigentlich eine Imagination wenigstens des ganzen ersten Schöpfungstages drinnen. Man bräuchte nur sich in das Wort versenken, es zuerst als Mantra immer wieder sprechen und dann, dann Innerliches vielleicht zu behalten, Innerliches zu hören, sozusagen, ohne es zu sprechen innerlich und trotzdem es zu hören. Auch das geht, dann entholt sie irgendwann die ganze Geschichte, wie es drinnen steht. Vielleicht mit, mit ein paar zusätzlichen Facetten noch, weil natürlich auch das, was in der Bibel drinnen steht, da steht zwischen den Zeilen noch so viel. Es sind die wichtigsten Marksteine beschrieben drinnen. Und das Bild ist in weit viel, viel reicher noch. Viel, viel reicher. Also. Das, das ist gerade das Geniale an der biblischen Schöpfungs, Schöpfungsgeschichte, gerade, gerade am Alten Testament, wie kurz das Ganze eigentlich ist. Es ist ja eigentlich unheimlich kurz, wenn man das noch mit, mit den indischen Schöpfungsmythen oder so vergleicht. Die ganzen Veden, auch natürlich viel später niedergeschrieben worden. Aber das ist eine Fülle von, von Bildern, die da ist. In, 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 in der Bibel ist es eigentlich ganz knapp zusammengefasst, im Grunde die sechs bzw. sieben Schöpfungstage. Das ist, 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 ist ganz kurz in Wahrheit. Und trotzdem ist ein unglaublicher Reichtum drinnen. Und der steckt vor allem in der Sprache drinnen dort. Und das, das, das konnten also die, die alten Hebräer damals noch erleben, also Einzelne zumindest, Eingeweihte konnten das, das, das erleben. also, Dass sie eben die Bilder im Zusammenhang mit der Sprache auch erlebt haben. Und das ist so schwer dann zu sagen, ist das jetzt. Imagination, es ist es Inspiration? Es ist nämlich hauptsächlich Imagination in Wahrheit. Also die tiefer inspirierten Sachen, die Inspiration, es sind in der Bibel wenige Stellen. In Wahrheit, auch sogar noch im Neuen Testament. Ich meine, Johannes ist einer, der ganz stark auch die Inspiration hat, also ganz klar die Zusammenhänge sieht. Und, und das ist bei den ganzen Sachen im, im Alten Testament nicht äußern Visionen. Er sieht diese Vision und er kann sie in Worte fassen, er kann sie niederschreiben, er spürt, das, das ist wahr, was er da schreibt, aber weiter geht es nicht. Also das heißt, in, in Gedanken erklären könnte er es nicht. Es ist ein Bild. Und anders ist es ja dann eigentlich erst beim Christus, der dann in Gleichnissen spricht zum Volk und, und die Gleichnisse sind eine Übersetzung. Dann spricht er eben auch von eigentlich etwas Übersinnlichem, aber er spricht zu Menschen, die diese Fähigkeit nicht mehr hatten und nur zu den Jüngern spricht er noch tiefer. Und und dann ist es eben insbesondere, ist es, ist es Johannes, der also die inspirative Ebene also sehr, sehr deutlich erfasst und, und das heißt, ja, es auch also im Gedankenelement eigentlich klar erfasst. Also der weiß am stärksten und am deutlichsten was er schreibt. Und interessanterweise ist, ist ja auch das Johannesevangelium, wie Rudolf Steiner ganz deutlich sagt, im, im Gegensatz also zur verbreiteten äußeren Meinung, dass gerade das Johannesevangelium auch die Äußere, den äußeren Ablauf der Geschehnisse am getreuesten wiedergibt. Es ist geistig das Tiefste und er schafft es aber. Das in Bilder zu kleiden, in, in die Bilder des äußeren Geschehens zu kleiden. Das heißt, er kann, konnte am deutlichsten lesen, dass das Leben, das Erdenleben des Christus, eben ja, im Grunde eine sichtbar auf die Erde gestellte Imagination auch ist. Das heißt, es spricht sich in dem Leben ganz auch der geistige Hintergrund aus, in jeder einzelnen Tat, die dieser Christus begeht. Bei uns kleinen Menschen sind es vielleicht, wenn wir Glück haben, zwei, drei, vier, fünf Taten im Leben, wo sich wirklich unser geistiges Wesen ausspricht. Und unser geistiges Wesen gehört zur ganzen geistigen Welt, ist verbunden damit dazu. Also, ist, ist damit in gewisser Weise auch ein individueller Ausdruck der ganzen geistigen Welt in Wahrheit. Heute halt speziell bezogen auf meine Aufgabe, die ich habe auf der Erde. Und beim Christus ist das ganze Leben ein sichtbares Bild in Wahrheit des Geistigen, das in ihm wirkt. Und das konnte ihm Gott der Johannes am deutlichsten äh, umsetzen, weil er eben am tiefsten die Imagination, die zunächst aber rein geistig erlebt ist, in ihrem inneren Zusammenhang verstehen konnte und am <laughs> deutlichsten erfassen konnte, ja, das Erdenleben des Christus, so wie es verlaufen ist, ist eigentlich... Die sinnlich sichtbar gewordene Imagination, die gibt es am deutlichsten wieder. Das ist bei den anderen Evangelisten bei weitem nicht so deutlich. Obwohl dort mehr Übereinstimmungen sind, scheinbar, man nennt, man nennt die ja immer dann die, die synoptischen Evangelien weil dort alles relativ ähnlich geschildert wird und Gottes Johannes-Evangelium weicht am deutlichsten ab davon. Aber in Wahrheit ist es die getreuerste Schilderung. Die anderen äh, Evangelisten hatten einfach nicht die starke Kraft wie der Johannes selber. Eben das in das, den geistigen Gehalt in die äußeren Lebensmomente des Christus einzukleiden, sozusagen. Weil es, es geht ja darum, wie diese Lebenssituationen, also durch die der Christus gegangen ist, wie die geschildert werden, welche ausgewählt werden. Wenn er das Ganze ist, nur das Ganze von Sekunde zu Sekunde kann ich ja nicht beschreiben. Das, das geht nicht. Ich muss also die wichtigen Momente, die, die besonders deutlich davon sprechen, die, die herausholen. Ah, in, der, in der richtigen Reihenfolge des hinstellen, nämlich in der geistiger richtigen Reihenfolge. Also das, das hat der Johannes so so, so stark gemacht und das. Die Steigerung davon ist dann in gewisser Weise die, die Apokalypse, wo er jetzt dann ganz in, in den Bereich eindringt, wo er, ja, was ist denn mit dem Christus weiter? Im Grunde geht es darum, was ist denn mit dem Christus, was bewirkt der jetzt, wo er auch für uns Jünger äußerlich nicht mehr sichtbar ist. Aber offensichtlich er für den Johannes sehr wohl sichtbar ist. Eben auch über die Zeit hinaus, äh, über die Pfingstzeit hinaus, also wo er für die Jünger eigentlich verschwunden ist. Aber äh, der Johannes verfolgt sehr wohl also den Weg des Christus, den er dann, dann weitergeht. Und um, um, um das geht es ja eigentlich auch in der Apokalypse. Und was er. Da jetzt tut für die Menschheit, wie er mitarbeitet, wie er, wie er durch die Menschen wirken kann. Was ja eben da so schön äh, ausgedrückt ist in, in, in der Bibel vom Bock, also äh, dass ihm, also dem Menschen, die gleiche Vollmacht des Ich äh, gegeben sein soll oder werden soll, die ich von meinem Vater empfangen habe. Also wo er eigentlich deutlich zeigt, wie durch die Menschen der Christus, sein, sein Impuls, der Christusimpuls fließen kann, fließen soll, wie das der Freiheit des Menschen nichts nimmt, ganz im Gegenteil. Und wie dagegen aber auch die Widersacherkräfte ankämpfen. Ganz, ganz, ganz klar. Also es ist, ist diese Apokalypse ja äh, die Enthüllung des Wesens Jesu Christi. Apokalypsis Jesu Christi. Wörtlich übersetzt heißt es nur Enthüllung Jesu Christi. Das ist kurz übersetzt, genauer würde es heißen: Enthüllung des Wesens Jesu Christi. Und wenn man es noch mehr ausweiten wollte, ist, ist es Enthüllung des Wesens Jesu Christi, der durch das menschliche Ich wirkt oder im menschlichen Ich lebt, und so aber, dass der Mensch, dass die Freiheit des Menschen voll gewahrt ist, und dass wir etwas dazu zu bringen haben. Das heißt, äh, dass nicht, das ist alles strömt von oben, sondern es beginnt von unten. Zu strömen, mit dem Segen sozusagen des Christus, wenn man so will. Ja, nicht nur mit dem Segen, sondern er gibt uns auch dort Kraft, wo wir Kraft brauchen. Aber nur die Entscheidungen, die, den Willensimpuls zu setzen, etwas zu tun, der muss von uns kommen. Aus der Freiheit heraus. Also, Gott, der Christus ist nicht der, der uns immer schubst und sagt: Du, das wäre jetzt notwendig, macht es. Sondern, ja, er, er, er hilft mit natürlich uns in Situationen zu bringen, weil er wird ja auch Herr des Karmas oder ist Herr des Karmas geworden oder wird es immer mehr. Also der Christus ist Herr des Karmas jetzt in unserer Zeit überhaupt. Damit müssen wir schon über Karma von Haus aus einmal anders denken als Ach, Strafe und, 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 und so weiter, sondern es ist die Hilfe. Das ist zum Beispiel die starke Hilfe, die uns der Christus gibt. Und gerade die Widersacher äh, schauen, dass das Karma in Unordnung kommt. In Unordnung kommt heißt, dass es also Sachen die eben einfach ausgeglichen werden müssen wenn wir weiterkommen wollen, weil wir das selber ver verursacht haben, nur selber ausbügeln können und die, die, die Widersacher sagen, na no, muss ja jetzt nicht sein, jetzt noch nicht, später vielleicht und das sagen sie dann später wieder, nein, ist jetzt nicht notwendig, <laughs> bis, bis dann irgendwo so ist, dass man immer zur Wandel kommen damit in weiteren kommt halt das böse erwachen, aber die Widersacher sind zunächst einmal nicht die, die uns peinigen, sondern die uns das Leben bequemer machen, sagen wir es einmal so, geistig vorhin bequemer machen. Naja, ja, da wie man mit seiner Technik macht, uns an neuen Ecken und Enden bequem. Ja, soll er. Nur wir dürfen nicht darauf einfallen, uns jetzt von dem nur herumkutschieren lassen und seinen Weg zu gehen. Sondern umgekehrt zu sagen, na gut, schön, dass du das magst, aber wir zeigen, wo es hingeht und es geht in die andere Richtung und wir dürfen ein bisschen die lange Nase zeigen. Das tut ihm gut, das ist nichts Böses, das tut ihm gut, weil gerade dadurch erlösen wir, ja, auch, meine, insbesondere, dass wir ihn ganz klar erkennen. In seinen Taten, in seinen Wirkungen, dass wir das wird es durchschauen, mit, mit, ja, mit wachem Verstand durchschauen, durchaus mit ganz wachem Intellekt sogar durchschauen und das geschliffen formulieren können und sagen: Ja, und jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Gell? Wo, wo unsere strenge Logik gegen die kommt er nicht an. Er hat sie zwar auch, aber wir haben das einzelne mehr. Wir haben eben den schöpferischen Impuls drinnen, wir haben den freien Ich-Impuls drinnen. Und damit können wir Dinge erkennen, die die arimanischen Wesenheiten nicht erkennen können. Und das ist ein wesentlicher Teil dessen, dass in Wahrheit die arimanischen Wesenheiten, naja, geradezu Angst haben vor Menschen. Weil da ist etwas, was sie nicht kontrollieren können. Sie können es nicht einmal durchschauen. Und sind dann buffer, also wenn der Mensch sie aushebelt sozusagen irgendwo. Und da, dann fällt ihr ganzes System, zumindest in einem Teilbereich wie ein Kartenhaus, zusammen im Grunde. Und, und das ist eigentlich die, die, die große Angst. Also, im, im, und ich habe das eh schon erzählt, also, Ariman hat ja viel mit Angst auch zu tun. Also, wenn ein Mensch sehr angstbesetzt ist, ja, sind halt ziemlich viele arimanische Kräfte äh, im, im Wirken, nur, nur die Angst ist eigentlich die Angst des Ahriman, in Wahrheit. In Wahrheit ist das seine Angst, die er vor uns hat und die uns nur jetzt wieder zurück projiziert irgendwo. Aber in Wahrheit ist, hat, ist, ist die Angst beim Menschen nur so lange da, solange nicht draufkommt mit meinem Ich, mit meinem freien Ich, kannst mir du nichts tun. Da, da bin ich gefeit gegen dich. Da musst tatsächlich du Angst haben oder vielleicht noch besser wärst, du hättest Freude, weil, warte mal, irgendwann führen wir dich dorthin, wo du deine wahren Kräfte erst wirklich entfalten kannst. Und zwar zum Richtigen, zum Guten entfalten kann. Ist ja weit. Weit natürlich noch irgendwo der Weg. Aber ihr müsst denken, die, gerade diese arimanischen Mächte noch mehr als die luziferischen. Die leben ja in geistiger Finsternis in Wahrheit. Sie haben eine ganze Menge Geistiges mitgebracht, dass sie also in einer Art lichtlosen arimanischen Intellekt handhaben können. Aber der hat nicht dieses, dieses schöpferische Licht in sich, das ist nicht drinnen. Er, kann also, er ist eigentlich nur so ein. Ein Trickkünstler in Wahrheit, ein, so, ein, so ein Zauberer, der das Kaninchen aus dem Hut zieht, aber da stecken ganz konkrete Tricks dahinter. Die mögen alle ver verblüffend erscheinen nach außen hin, aber er hat einen beschränkten Satz von Tricks in Wahrheit dahinter. Und was anderes kann er gar nicht. Und, und er ist sich aber dessen nicht so wirklich klar. Er weiß nur irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht. Und der Mensch hat was damit zu tun. Also wenn wir sagen, ja puh, man erkennen und so, alles schwierig, aber für ihn ist es auch schwierig, uns zu erkennen. Nämlich dort, wo es der entscheidende Punkt ist. Ich meine, dort, wo wir eh schwach sind und, und noch nicht an uns gearbeitet haben, <laughs> wo wir namentlich halt noch nicht entfaltet haben dieses Lebensprinzip in uns, eben in der Verbindung mit dem Christus. Dafür ist ja besonders die Verbindung mit dem Christus in uns wichtig, dass er die Lebenskräfte in einer Weise anfeiert, kann man nicht sagen, Lebenskräfte belebt, Auch komisch ausgedrückt, aber aber es also eine Steigerung dieser Lebenskräfte gibt. Und zwar aber nicht nur um unseren äh, Organismus am Leben zu erhalten, sondern eben um aus einem Überschuss dieser Lebenskräfte heraus freie Imaginationen zu bilden. Freie Imaginationen, so nennt es Rudolf Steiner auch ganz bewusst, freie Imaginationen. Heißt also auch nicht wieder, aha, geistiges Auge auf, fokussieren dorthin und hier für alle kommt jetzt ganz exakt genau das gleiche Bild. Na, ja. man wird schon sehen, dass, wenn wir andere die gleiche Sache ansieht, dass da was Gemeinsames da ist. Man wird vielleicht mit einiger Anstrengung erkennen: Ah ja, das ist wirklich dasselbe, aber aus einem anderen Blickwinkel gesehen, aus einer anderen Perspektive gesehen. Von einer anderen Individualität gesehen. Also es ist nie eins zu eins. Und darum sagt ja Rudolf Steiner tatsächlich, also wenn man eine Imagination, wie sie ein anderer Mensch, ein anderer Hellseher, wenn man so will, hatte, haben will, dann kann man sie nur dann haben, wenn man auf, durch äußere Überlieferung seine Schilderung dieser Imagination kennenlernt. Anders geht nicht. Ich kann zwar dieselbe Sache anschauen, aber ich werde die Dinge sicher anders schildern. Ich werde sie auch etwas anders erleben, als sie der, der erste vielleicht, der sie hatte, geschildert hat. Weil, weil immer die individuelle Perspektive dazu gehört. Das kann man nicht oft genug betonen. <laughs> Es sind die, die primitivsten Wahrheiten sind die, wo ich es anschauen kann von, von jeder Seite und es bleibt immer genau das Gleiche. Ich meine, das ist ja ein, ein Punkt, den kann ich anschauen, von wo ich will. Da, da ändert sich nichts. Der Punkt wird für jeden ein Punkt sein. Ich mein, der gedachte Punkt jetzt vor allem, weil wenn man da kann man schon wieder anfangen, das ist kein wirklicher Punkt. Und, und einer entdeckt da die, uh, da sind ja noch verschiedene Farbnuancen drinnen und holt sich die Lupe noch, dann kann er das auch noch anders schildern. Also, das ist wirklich ein Extremfall. Also, wirklich dieser geistig gedachte Punkt von mir aus. Also den kann ich von jeder Seite anschauen, da wird sich nichts ändern. Von oben, von unten, von links, von rechts. Das, das ist egal. Und. Äh, aber die, die wirklichen interessanteren geistigen Wahrheiten, auch in der Mathematik im Übrigen, da ist ja sicher 1 und 1 ist, ist zwei, Außer ich, ich stelle es in einem anderen Zahlensystem da, was durchaus legitim ist. Und dann ist es zumindest nicht mehr so ganz so, so selbstverständlich. Also. Aber. Man muss herumgehen. Und, äh, das heißt, selbst, selbst ein und derselbe Mensch, die Imagination, wer sie einmal hatte, genau in der gleichen Weise sie wieder zu haben, wird ihm eigentlich nur gelingen, wenn er das ja mal aufgeschrieben hat. Auch genau die Bedingungen, von welchen Ausgangspunkt er das betrachtet hat, dann kommt er zu der annähernd gleichen Imagination. Bitte, das Werk Rudolf Steiners ist voll davon. Er schildert die Sachen so reich, so lebendig, so immer wieder von verschiedenen Standpunkten, dass es immer wieder etwas Neues ist. Natürlich, es fokussiert sich auf ein bestimmtes Thema, klar. Aber, aber es ist immer wieder neu und, und, und auch selber, wenn man die großen imaginativen Schilderungen, die gibt in den Jahreszeiten-Imaginationen zum Beispiel, aber, aber auch in, in, in den Beschreibungen allein zur Apokalypse zum Beispiel, gibt es ja mehrere Schilderungen von ihm. Also, es gibt mehrere Vortragszyklen, dann vor allem auch die, die, die Apokalypse-Vorträge, die er für die Priester der Christengemeinschaft gehalten hat. Das sind ganz anders, sind ganz anders von der Schilderung her und es kommen auch Dinge darin vor, die bei den anderen Schilderungen nicht vorkommen. Andere Bilder. Und trotzdem erkennt man: Aha, ja, es ist doch die. die es ist dasselbe Thema jetzt. Es ist, er spricht von dem und dem, aber aha, der Winkel ist aber der Blickwinkel ist ein anderer. Und das Interessante ist aber dann eben auch, wenn man jetzt den, den, den geistigen Entwicklungsweg geht. Äh, Sagt der Steiner ja was ganz Interessantes, also was man bemerken wird, das Gedächtnis wird schwächer. Das Gedächtnis wird schwächer. Ja, erstens einmal an Imaginationen kann man sie überhaupt nicht erinnern. Man kann vielleicht sich erinnern, aber das ist, ist dann wirklich... Ein falscher Umgang mit den Texten. Ich lerne jetzt den Text auswendig. Also jetzt angenommen Oster-Imagination oder was. Ich, ich, ich lese das durch und lerne halt das ganze Kapitel auswendig. Dann kann ich das Wort für Wort so, so schildern. Dann bin ich aber völlig weg. Dann bin ich völlig weg. In Wahrheit vom wirklichen Imagin imaginativen Erleben. Ich meine, ich kann man vielleicht in Erinnerung halten von die paar ersten Satzeln, wo, er, wo er nämlich rauskommt unter welcher Perspektive er das anschaut. Dann weiß ich, wo der Einstieg ist und dann muss ich, muss ich sie eigentlich selber entwickeln. Und ich kann sie auch selber kann der imagination aber jetzt auch irgendwann selber von einer ganz anderen Perspektive schildern. Dann wird sie lebendig. Aber es muss die Berührung da sein, weil die ist die geistige Wahrnehmung eigentlich. Also das heißt, was berührt mich zu Ostern? Und zwar wirklich zu der Zeit. Das, das macht dann also am meisten Sinn, es wirklich in der Osterzeit, das zu spüren mit dem ganzen äh, Wettergeschehen, das ist, wie es halt in dem Jahr zu der Zeit ist, also Ostern, in diesem Jahr, das zu erleben. Und das gibt, allein das gibt schon, selbst wenn ich jetzt mich versuche, an der, an der jahreszeiten Imagination zu, zu orientieren. Gibt dem eine besondere Nuance. Und es ist legitim, also da jetzt das eigene Bild zu malen. Und der andere dieses eigene imaginative Bild zu malen dazu. Und der andere wird es ein bisschen anders malen. Und wie gesagt, es kann auch ganz anders sein. Es kann auch ganz anders sein, als dort geschildert ist. Dann nehme ich halt einen ganz anderen Standpunkt ein. Man muss vorsichtig sein, bitte, natürlich, also, man darf nicht in die Phantasterei reinkommen, das, das ist die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Weil, und, und das ist wieder der Unterschied zur Nacht zum Flug, auf dem man sie macht, da fliegt man hinaus. Ja, die erleben auch Bilder, was Gott was, aber sie haben eigentlich gar keine Ahnung, von wo sie ausgehen und wo sie, sie da hinfliegen. Sie haben keine Orientierung drinnen, nicht wirklich, sondern sie, sie, sie werden herumgetrieben. Nicht sie bewegen sich eigentlich, sondern sie werden bewegt. Von dem ganzen Astralischen, was in ihnen ist, was um sie herum ist, von dem werden sie bewegt. Und da sind dann noch dazu halt die Widersacherkräfte heute sehr gern tatsächlich dabei. Also daher so wirklich mit der, mit der Hexensalbe das zu probieren, ist heute nicht unbedingt der empfehlenswerte Weg. Ich meine, es, es gibt so Vermutungen, also dass das eben wirklich es war so Fett, Fettdinge von, von Tieren, halt tierisches Fett oder pflanzliches. Seltener im Übrigen eher tierisches. Es hat einen gewissen Grund, weil das leichter die astralischen Kräfte anregt und, und lockert. Und dann durchaus auch irgendwelche äh, ja, Drogen im Grunde. Also Mutterkorn zum Beispiel, also im Grunde LSD, weiß man. Das LSD stammt aus dem Mutterkorn zum Beispiel oder solche Sachen, also irgendwelche giftigen oder psychisch aktiv wirkenden Kräuter, irgend, irgendwas, was drinnen war. Damit kann ich natürlich so einen, 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 einen Flug sehr leicht initiieren. Das geht selbst heute noch. Nur dann ist das Erste, was man merkt, sind also die, die eigenen Ast Astralkräfte, an die man normal nicht herankommt. Daher wird es aber dann auch wirklich ein Hexenritt jetzt im. im düsteren Sinn, also wie es halt auch der, der, der Goethe schildert, in, in der klassischen Walburg ist. Nein, nicht in der klassischen, in der romantischen, Blödsinn. Die klassische ist ja die im, im Teil. also im ersten Teil, na, da ist es wirklich nicht unbedingt jetzt schöne Szenen, die vorkommen. Im Gegenteil, also da geht es darum, dass, dass es so hässlich wie möglich ist und vulgär, sehr erotisch das Ganze, aber auf eine ungute Art. Also, eben nicht Liebe, sondern, sondern also wo das alles ins, in den egoistischen Genuss im Grunde hineingeht. Also, wo maximal ist, dass die Partner sich einig sind, dass beide ihr, ihr Ego ausleben, aber, aber mehr Gemeinsames ist nicht, ist nicht da. Und, und wo. Wo eben, das kommt ja im Faust auch drinnen vor, immer wenn der Faust trotzdem aufzuwachen versucht, weil im Grunde hat ihn der Mephisto da hineingetrieben und in, das, dass er in, diese, in diese weggetretene Stimmung drinnen ist. Der hat ihn hineingetrieben in das Ganze. Und, und der Faust versucht aber immer wieder aufzuwachen und kaum versucht er das, hat ihm der Mephisto schon wieder und lenkt ihn mit was anderem ab. Also zum Beispiel, wenn er dann, dann jetzt, ja, und, ja, dort strömt die Menge zu dem Bösen, da erkennt er plötzlich was. Das Rätsel des Bösen, da, da sehe ich jetzt ja was, wo, na, das will der Mephisto nicht. Er wird dann sofort ablenken, er kommt sofort wieder in den, in den Taumel hinein und dann, dann führt er ihm die Lilith zu. Und, und, und äh, Rudolf Steiner beschreibt es sehr schön, also was in dem Fall die Lilith ist oder wie diese Erscheinung der Lilith zustande kommt. Weil man muss dazu sagen, in Wahrheit sind da gar keine anderen Gestalten dabei. Es geht immer nur um den Faust, der vom Mephisto beeinflusst ist. Also er ist eigentlich allein. Die ganzen Figuren sind geistige oder seelische, niedergeistige. Erlebnisse wie auch immer. Also keine dieser Gestalten ist wirklich physisch irgendwo anwesend dabei in Wahrheit. Und und die Lilith ist nichts anderes, also das in der Gestalt erscheint ist der Ätherleib des Faust selber. Der weiblich ist, ist, ist ja im Menschen so, dass wenn unser physischer Leib männlich ist, ist der Ätherleib kräftiger. Weiblich, weil da, da, die Lebenskräfte bei der Frau sind eben einfach stärker. das sind wir Männer, muss ist es wienerisch sagen, karivegeln. Wie kann man das übersetzen? Also schwach. Jedenfalls schwach gebaut. Wir sind, also ein, wir sind das schwache Geschlecht bezüglich der Lebenskräfte, die Männer. Und, und dieses, dieses starke Lebensprinzip, <laughs> lebensspendende, lebensformende Prinzip, ja auch das Prinzip der Schönheit, der Harmonie, das liegt alles in den Ätherkräften drinnen. Darum, darum wird zum Beispiel auch, auch eine schöne Seele gern im Bilde einer Frau dargestellt. Seele ist aber eigentlich weder männlich noch weiblich, also das, weil das, die, die Geschlechtertrennung bezieht sich nur auf physischen Leib und Ätherleib. Und die sind immer gegensätzlich, so dass sie insgesamt ein Ganzes halt bilden, also ein, ein Übergeschlechtliches in Wahrheit. Und War in der Vergangenheit einmal so ganz, ganz stark, dass wir beides in gleicher Stärke in uns hatten. Heute haben wir es halt in, in unterschiedlicher Stärke in uns. Also bei den Männern ist halt das physisch-stoffliche in der Regel stärker ausgeprägt und, und bei der Frau auf jeden Fall die Lebenskräfte wesentlich stärker als, als beim Mann. Und, und diese Lebenskräfte, die hängen aber mit den Christuskräften ganz, ganz stark zusammen. Aber der Mephisto eben da in, in, in der walburgis lenkt ihn jetzt ab, der sieht eigentlich seinen Ätherleib und sieht, ja, irgendwie schon auch das ewig Weibliche, weil, weil die Lilith Adams erste Frau. Da gibt es so alle möglichen... Legenden auch, auch im, im jüdischen und so. Also, die Eva ist gar nicht die erste, sondern da war noch die Lilith vorher da. Ich will jetzt nicht ausführlich über die Lilith erzählen. Es ist ein riesiges, riesiges Thema, aber das wird uns jetzt zu weit weg. Es ist sicher ein spannendes Thema. Und, aber eben bei der Lilith ist es so, dass dass die eben auch mit, mit den Widersachern irgendwo in, in Verbindung steht. Also da, aber auch wieder sehr, sehr, sehr schwer zu durchschauen, die ganze Geschichte. Das ist, weil es gibt manche, die natürlich sehr über die Lilith komplett schimpfen und, und, und Ding, und, aber sie hat auch ihre positiven Seiten. Aber im Grunde also sieht, sieht der Faust nur seinen eigenen Ätherleib, nur er erkennt es nicht. In, in der Situation kennt er nicht und er lässt aber auch sofort los. Er, er, er geht sofort weg davon, dann im in ist Nacht und stürzt sich halt auf, die, auf die, die, die Junge mit der Alten, die dort herumtanzen. Also sucht sie was anderes. Und, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt was Positives ist, aber reißt er sich schon wieder los, dadurch vom Mephisto. Weil der will ihn jetzt ganz an diese Lilith-Kräfte wieder binden. Und das, das wäre auch wieder eine Einseitigkeit. Und ja, in, in alle diese Erlebnisse kommt man natürlich auch hinein wenn man jetzt einen ganz modernen bewussten Schulungsweg Einweihungsweg geht nur es geht halt viel mehr Schritt für Schritt also es geht so dass es eben nicht dieses ekstatische hat wo ich die Kontrolle darüber verliere sondern wo ich eben ganz wach mit dem Ich dabei bin weil das Malen der das schauende Malen der Imagination muss vom Ich ausgehen. Vom Ich, das in der geistigen Welt lebt und, und das dann tatsächlich auch spürt und weiß. Also solange äh, nicht beim Bilden der Imagination eben, äh, dieses Ich-Erlebnis habe. Und da habe ich also ganz deutlich das, also was da jetzt aufsteigt, steigt nicht aus dem Gedächtnis auf. Es ist ja nicht irgendwie vorher zusammengedacht, und, und wir denken ja, das müsste so und so und so sein, sondern wo es aus dem Tun des Ich heraus sich aufbaut. Und ich kann eigentlich nur, indem ich zuschaue dabei, wie, das, wie sich das entfaltet vor mir, kann ich zugleich die Zusammenhänge sehen. Aber es ist zum Beispiel kein Vordenken da, es ist kein Zurückgreifen auf Erinnerungen da, sondern es entrollt sich. Und genau das, das, das ist der Punkt, was dann aber auch einfach das Gedächtnis, das übliche Gedächtnis schwächt, erleichtert aber Sich zum Beispiel wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn, zurückzuversetzen. Das geht unter Umständen. Braucht man aber auch einige Übung dann dazu. Aber dass das kommt, weil ja dann, Gut, das ist dann wirklich voll ausgebildet, wo man dann, wie sich Rudolf Steiner auch schildert, dann sein ganzes Lebenspanorama vor sich hat, ohne jetzt gleich ganz endgültig über die Schwelle zu gehen. Aber so so wird es, aber es wird eben auch ein Lebenspanorama, das ist auch ein imaginatives Bild in Wahrheit. Und das eigentliche Lebenspanorama ist auch kein sinnliches Bild, es ist kein sinnliches Panorama. Also dieses, dass man sieht zum Beispiel Menschen, die nahe dem Ertrinken waren oder so, haben das oft erlebt, dass also das Leben wie ein Film zurückläuft, oft rückläufig geschaut wird, aber es werden die Szenen, wie man sie halt sinnlich erlebt hat, erlebt. Das, das ist am Anfang vielleicht beim, bei dem Lebenspanorama, vor allem wenn man es nach dem Tod erlebt, auch der Fall. Aber es geht sehr bald über in die eigentliche Imagination, wo es nicht mehr diesen sinnlichen Charakter hat, sondern wo ja eigentlich das alles, das, der sinnliche Charakter wegfällt, aber umso deutlicher dafür der geistige Zusammenhang zwischen verschiedenen Lebensereignissen heraustritt. Wie passiert was, was mir zum Beispiel als kleines Kind passiert ist, wie hängt es mit was Späteren zusammen, wie hängt es zusammen damit, dass sie vielleicht dann mit 70, 75 eine bestimmte Fähigkeit noch entwickeln konnte? Weil das Alter ist, ist eine wunderbare Zeit, wo man sehr viele Fähigkeiten zur Reife bringen kann, die eigentlich schon sehr, sehr früh sich angekündigt haben, die dort schon einmal angeklopft haben und wir haben es vielleicht noch nicht so bewusst mitbekommen. Oder höchstens einzelne Sachen davon. Aber na, man muss ja denken, wir kommen so als, als Mensch, wenn man in die Inkarnation reinkommt, eigentlich voll mit diesen Impulsen für dieses Leben hinein. Und abgesehen davon, dass wir eh, bevor wir jetzt uns ganz verbinden, erleben wir ja eine Vorschau auf das Erdenleben. <laughs> Mit aber dem drinnen, was sind da alles für wichtige Stationen vorhin drinnen? Wo sind die, die Aufgaben für mich? Wo finde ich die? Da sehen wir das. Und von dem lebt aber nur eine ganze Menge im Kind bis zum etwa dritten Lebensjahr nach, nämlich paradoxerweise jetzt bis zu dem Moment, wo es dann jetzt hier auf Erden Ich zu sich sagt. Da ist ein Ich-Impuls drinnen, aber es ist zugleich auch der erste Impuls, mich als Erdenmensch jetzt, nicht als, als geistiger Mensch zu sehen. Nur dieses eine, was drinnen steckt, in diesem ersten Ich-Erlebnis trotzdem. Man stellt sich als Kind natürlich die Frage nicht, aber ja, wer ist denn das eigentlich, der jetzt anders ist als die anderen? Und wer, wer ist es, der sich erlebt? Weil man weiß sehr deutlich, äh, das schwingt schon mit, mein Körper ist es auch nicht. Das ist es alles nicht. Und die da draußen sind es noch weniger, aber ich bin. Da, da steckt eigentlich das, das ganze Wunder des Ich-Seins drinnen. Da, da ist so ein Aufblitzen. Eben wie gesagt, wie viel man sich davon merkt dann später, <laughs> ist, ist, ist ein anderes Kapitel. Aber es kann zum Beispiel durchaus sein, dass man sich lange Zeit seines Lebens nicht erinnert daran. Es gibt viele Menschen, die für die ist der, ja, irgendwann, ja, habe ich gesagt, ja, aber wann das jetzt genauerweise nicht. Aber es kann durchaus sein, also gerade wenn man einen geistigen Weg geht, dass man... Jahrzehnte später, vielleicht sogar überhaupt erst im Alter, dass das auftaucht. Also Alter ist prädestiniert dafür, weil wir können uns im Alter an Dinge erinnern, die weit, weit zurückliegen, die wir so während des Lebens im mittleren Leben sollte Das haben wir völlig vergessen. Ist weg, ist weg, Das also wenn, wenn ich zum Beispiel denke, also in der äußeren Erinnerung, Volksschulzeit, das Einzige, was ich mir erinnern kann, wirklich erinnern kann, so deutlich erinnern kann, ist, ist der Tag, wo der Sechstagekrieg ausgebrochen bin, Da war ich in der vierten Volksschulklasse. Ich kann mich erinnern, da bin ich durchs Haus gegangen und da ist irgendwie ist die Nachricht gegangen, dass der Sechstagekrieg ausgebrochen ist. Das hat mir einfach unheimlich... Ja, erschüttert eigentlich, obwohl natürlich, was, was, was hat man als Kind in dem Alter für eine starke Beziehung dazu, aber trotzdem, das, das, das habe ich als, als irgendwie welterschütternd empfunden. Das, das war stark genug, dass ich mir das im Detail, da war ich genau, Da bin ich, wir waren als vierte Klasse ziemlich oben in dem Haus und das war so ein Stiegenhaus mit, mit Zwischenstock, also ziemlich Ziemlich weitläufig und, und da war eben die, die Schule eigentlich aus schon und wieder untergangen bin. Da hat mich das innerlich total bewegt. Doch Da, da war ich fast jede Stufe, wie ich untergegangen bin. Der Rest ist alles unscharf. Wird vielleicht sie irgendwann in späteren Jahren noch, noch, noch wieder klarer werden. Aber jetzt, um, um auf das Lebenspanorama zurückzukommen, <laughs> da sind es eben dann, zwar anfangs sind es tatsächlich also die äußeren Bilder irgendwo, da, da, da wirkt noch die, die, die äußere Erinnerung mit, der Ätherleib ist ja Träger des, äh, auch, auch dieser äußeren Bilder drinnen, der Bildekräfteleib ist auch der Bilderkrä Bilderträger zunächst einmal, nur die lösen sich sehr schnell auf. Und was dahinter bleibt, sind die eigentlichen Zusammenklänge, möchte ich mal sagen, der verschiedenen Lebensstationen, Lebenssituationen. Also, das tritt immer mehr hervor. Ja, da war ein, warte, da bin ich dem Menschen begegnet, ist jetzt kein Nachdenken, sondern es ist, man hat diese Begegnung vor Augen, aber nicht sinnlich, sondern man hat den Menschen vor Sich, aber eben als der Mensch, als das Ich, das das ist. Also, selbst wenn man ihn damals sein Ich nicht wirklich bewusst wahrgenommen hat, jetzt kommt was davon. Und, und man sieht, aha, er mit seinem Ich, ich mit meinem Ich, da ist jetzt von mir aus auch eine Kollision passiert, wie auch immer. Kann ja sein, dass das ist eine Konfrontation sogar war, aber wir spüren etwas davon, was, was es uns gebracht hat, was es ihm gebracht hat oder geschadet hat, wie auch, wie auch immer. Nein, in Wahrheit gebracht. Wir müssen es nur mit, mit erwecken helfen, manchmal wenn es eine Kollision war. Müssen wir zumindest spätestens im nachtodlichen dann was dazu tun, dass, dass wir ihn wecken und sagen, ja, das war irgendwie scheu übergebracht, menschlich jetzt ausgedrückt. Aber es bedeutet trotzdem auch für dich was. Es ist dort ein Potenzial für dich drinnen. Also dass wir gemeinsam eigentlich erkennen, dass es für jeden ein Impuls in irgendeiner Weise war. Also darum, Karma ist eigentlich in Wahrheit, <laughs> obwohl es im Erdenleben oft nicht so ausschaut, weil es können Leben sehr, sehr schwer sein äußerlich. Und trotzdem ist Karma immer was Positives. Es, ist, es bietet immer die Chance, uns weiterzubringen. Und nur die. Die Widersacher flüstern uns einer: bitte schau, dass du da irgendwie herumkommst um das Ganze. Du musst ja nicht. Das ist genau die Unordnung des Karmas. Es ist natürlich für uns als Erdenmenschen wahnsinnig schwierig, weil das Ego empfindet ganz anders. Das Ego leidet darunter. Und ich habe es eher schon erzählt unser wirkliches ich kümmert sich darum aber wirklich gar nicht unser ich sagt da musst du durch da gibt's gibt's nichts diese erfahrung musst du machen aber in Verbindung mit dem Christus ist es doch immerhin so, dass es uns Kraft gibt, es das, das, das zu tragen auch. Aber es kann es uns niemals ersparen wollen, weil das, das jedes äh, jeder karmische Ausgleich, jedes karmische Bewältigen ist eben notwendig. Da, da fährt die Eisenbahn darüber und es wird Je länger ich es hinauszögere, wird es immer schwieriger für das Ego. Das heißt, das Leiden wird größer. Und die Schwierigkeit ist nur, heute halt, wann sind wir reif dazu, die Aufgabe auch bewältigen zu können? Wir haben aus der Vergangenheit also aus früheren Kulturepochen, ja sogar aus der atlantischen Zeit. Da haben wir namentlich also sehr, sehr viel angestellt. Alle. Alle. Aber auch in, die, in früheren Kulturepochen, also in, in, in der ägyptischen Zeit zum Beispiel. Auch in der urpersischen Zeit. Da haben wir alle also, Inkarnationen gehabt, indem wir anderen Menschen, ja, kann man heute nur sagen, so Böses zugefügt haben. Also im Gott in, in, in der urpersischen Zeit, Kampf zwischen Licht und Finsternis, ja, eigentlich zunächst einmal zwischen luziferischen und arimanischen Kräften, weil das Ich <laughs> ist noch nicht wirklich... Ja, es ist zwar schon da, aber es kennt sich nicht wirklich und, und es kann aus der Freiheit gar nicht agieren. Also es, es agiert nur der Schatten da unten. Und, und das agiert also grimmig wild teilweise. Weil ihr wisst, also in, in, in den älteren Zeiten ja und heute teilweise immer noch, wird halt mit, mit dem Schwert diskutiert, halt wird heute halt mit den Raketen diskutiert oder wie. Ist aber auch nicht besser. Aber immerhin bemühen wir uns, zwar noch relativ erfolglos, aber heute halt es heute auf einer vergeistigteren Ebene auszutragen, die Konflikte, die da sind. Aber in der Vergangenheit waren Dinge da, Grausamkeiten da, die Unausdenklich sein. Selbst heute, wenn man die grausamsten Dinge nimmt, das war an der Tagesordnung. Und ich garantiere euch, jeder von uns ist durch sowas durchgegangen. Als Opfer, aber auch als Täter. Also auch das ist schon ein gewisser Ausgleich, dass man es von beiden Seiten kennenlernen. Und gerade da sind noch viele Dinge, die natürlich jetzt karmisch aber noch nicht wirklich ausgeglichen sind. Die, und das heißt, mit dem werden wir uns auseinandersetzen müssen. Und gerade dann, wenn aber die, die Widersacherkräfte eben diesen Ausgleich... Verhindern oder uns Ablenken davon. Das ist nämlich das, was sie tun können. Sie können es wirklich ablenken davon. Und der Punkt ist, auch wenn Christus der Herr des Karmas ist, dann kann uns zwar die, die Ordnung, die richtige Perspektive wieder irgendwo nahe bringen. Aber hundertprozentig verhindern kann es nicht, wenn wir den Widersachern auf den Leim gehen und sagen, pff, die Stimme, die sich da als Christus ausgibt, die wollen wir nicht, weil die sagt uns letztlich: Da musst du durch irgendwo. Ich, ich unterstütze dich eh, aber da musst du durch. Wenn der andere, namentlich der Luzifer, wird da gern vorgeschickt, sagt: Ja, das gibt einen viel schöneren, angenehmeren Weg und keiner zwingt dich dazu, was richtig ist. Keiner zwingt dich dazu, weil. Karma besteht in Wahrheit darin, dass wir es selber vollziehen wollen. Das ist das Geheimnis des Karmas. Also jetzt in unserer Zeit, in der Zeit seit dem Erdenleben des Christus überhaupt. Es geht darum, dass wir das Karma vollziehen wollen. Als Ich nehmen wir uns das auf jeden Fall vor. Und, und die Kunst ist jetzt nur noch im, im Erdenleben. Etwas davon mitzukriegen, zumindest in der Situation, wo sich die Chance bietet, die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, zu erfüllen, dass wir sie erkennen. Und dann, dann einfach es tun. Also es ist, und, und daher ist es so paradox, es klingt, weil ja oft ein. Äh, man hört von Kritikern der Anthroposophie, aber ja, wie ist denn Karma, dieses Schicksalsverhängnis, wie ist denn das mit der Freiheit des Menschen äh, verträglich oder was? Das sind doch Gegensätze und, und ist, ist ja erst wieder nur die ewige Höllenstrafe oder der erhobene Zeigefinger. Nein, es sind wir selber sind die Triebkraft, die dahinter steht. Wir wollen es. Und, und, und dass uns die Gnade, des Karmas gegeben wurde, dass wir also das Karma durchleben dürfen, das ist eine der wesentlichsten Grundfesten unserer Freiheit. Wir können das nämlich selber wollen. Das ist bei den Wesenheiten, die über uns stehen, nicht ganz so. Die müssen. Also, die Engelwesenheiten, wenn, wenn die was falsch gemacht haben, sozusagen, oder nicht dem göttlichen Impuls, der, der sie in ihrem Inneren erfüllt hat, dem nicht richtig gefolgt sind, dann laden sie auch Karma auf sich. Weil Karma fragt nicht nach den guten oder schlechten Absichten oder sowas. Jedenfalls ist es das nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist, wie die Tat gelungen ist, gut oder schlecht. Also ich kann, wenn ich aus, dem, aus, dem, aus der besten Gesinnung heraus was du was aber Schaden anrichtet, dann kann ich nicht sagen, nachher, das habe ich ja nicht gewusst, dass das so, so enden wird. Da kann aber kapitaler Schaden daraus entstehen und das ist unser Karma. Das ich gesagt habe, ich, ob es ja gut gemeint. Das ist eben viel zu wenig, noch in Wahrheit. Das kann nämlich auch durchaus an, 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 ja, natürlich auch daran liegen, dass wir geistig noch nicht so weit waren, das zu erkennen, dass das halt schief geht. Es kann aber auch daran liegen, dass man uns gar nicht viel darum Scheren, sondern einfach aus dem: Ich glaube, das ist gut, mir hat sowas gut, dann also müssen es alle haben. Und dann tue ich alle zwangsbeglücken und das geht schief. Dann kann ich nicht sagen: Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Ja, dann darfst du nicht handeln. So. Dann. dann <laughs> ist es in, in einem gewissen Sinne wirklich eine unmoralische Tat, aber nicht weil ich irgendeinen Lehrsatz an Moralischen verletzt habe, sondern weil ich mir kein Gewissen genügend ausgemacht habe, was wird denn daraus folgen? Weil ich nicht in Wahrheit den anderen angeschaut, dem mir diesen scheinbar guten Rat gebe, sondern nur von mir ausgehe. Ich finde das so super toll. Und darum musst das du das auch machen. Und der andere macht es gut gläubig und fährt damit völlig ein. Und, und erst nachher komme ich dann darauf, oh je, so gut war es doch nicht. Vielleicht komme ich dann darauf, für mich war es vielleicht auch gar nicht so gut, wie ich mir eingebildet habe. Ja. Es irrt der Mensch, so lange strebt. es wird, wird immer wieder passieren. Aber dann entsteht daraus bei uns aus dem freien Willen heraus die Möglichkeit, das auszugleichen. Wenn wir es nicht tun, dann haben wir aber auch die Folgen davon zu tragen, dann, weil wir letztlich also, einmal unser Erdenkarma aufarbeiten müssen, auch das, was, was dann in den nächsten Stufen kommt, werden wir haben auch noch karmische Verirrungen haben. Wir werden Fehler machen. Es machen ja selbst die, die höheren Wesenheiten Fehler. Daher ja immer das Bild, auch die Hierarchien unterliegen dem Karma letztlich. Alle, bis zu den Höchsten hinauf. Nur sie haben nicht die. Diese Gnade, die dem Menschen gewährt ist, dass sie, dass der Mensch aus der Freiheit dieses Karma auflösen kann. Ja, man kann sagen, pff, ja, Vielleicht haben sie die, die Hierarchien, die über uns stehen, dadurch einfacher irgendwo, weil, weil sie können das Karma ausgleichen, indem sie halt die Impulse, die von oben kommen, die auch also ihnen helfen, was sie versäumt haben, nachzuholen, gut zu machen und, und so weiter. Aber sie können es nicht aus freiem Entschluss machen. Das Karma vollzieht sich aus freiem Entschluss in Wahrheit, also jedenfalls aus unserem Ich heraus. Das ist der, der eigentliche Impulsgeber dafür, auch wenn wir es jetzt auf Erden nicht wissen und hier vielleicht sagen, na Dankeschön, ich habe mich doch sicher nicht in diese näseln da jetzt reingesetzt. Doch, als ich noch wirklich geistig bei Sinnen war, habe ich genau das getan, weil ich gewusst habe, es nützt nichts, durch das muss ich durch. Und diese Dinge umzuwandeln, die dann tief jetzt namentlich im Astralischen drinnen sitzen, vielleicht sogar Schädigungen noch, noch ins Ätherische hineingebracht haben. Nur ich kann sie auflösen. Niemand sonst. Das kann niemand für mich machen. Weil Eben dieses, der Christus hat die Sünden der Welt auf sich genommen, heißt nicht, dass, dass, dass er uns unser Karma erspart. Eben Gott nicht, das wäre die Katastrophe dann. Aber das ist genau das, was uns die Widersacher einflüstern. Und äh, ja, natürlich geben sie sich nicht als solche zu erkennen. Ich meine, gerade der Luzifer erscheint sehr gern im Namen Christi. Also daher muss man aufpassen, nicht alles wo immer Christus, Christus, Christus die Rede ist, muss unbedingt aus der richtigen Ecke kommen. Die äh, Widersacher Gott, der Luzifer geht sehr gern inkognito herum und schmückt sie mit fremden Federn und wenn wir es nicht erkennen, dann glauben wir noch, ah, wir sind ja auf der Christlichen, wir sind so ganz christlich. Manchmal kriege ich da, wenn das, man merkt es, wenn es Leute ein bisschen zu fühlt und zu oft betonen, wie christlich sie sind, da, da merkt man schon, da ist der, der Luzi dahinter. Da kann schon was sein. Es ist nicht, dass jetzt alles schlecht ist, was sie machen, aber man merkt, da schwimmt der Luzifer mit. Weil, ich mein, wäre es wirklich... Aus der Verantwortung seines Ichs heraus tut er tut es einfach, weil sieht, das ist notwendig. Punkt. Und dann, dann betont er nicht, ja, das, weil ich so christlich bin oder weil wir so christlich sind oder oder wie auch immer, sondern er tut es einfach, schlicht und einfach. Und äh, das ist halt was, wo wir wirklich eben sehr aufmerksam werden müssen. Und das trifft jetzt auch genau den Punkt, wo wir in der Apokalypse stehen, obwohl wir schon so lange nicht direkt auf den Text eingegangen sind. Aber ich erinnere euch, wir stehen also dort, Hure Babylon ist gefallen. Und jetzt gibt es aber dann noch weitere: es gibt den Sturz des Tieres und des falschen Propheten. Und es gibt dann den Satan, der der gefangen wird auf tausend Jahre zunächst und dann noch einmal für, für kurze Zeit freigelassen wird. Das habe ich einmal schon so ange angerissen. Kurz nur, aber noch nicht ausführlich. Und äh, ja, auch aus dem Empfinden heraus, weil da nur so viel zu sagen ist dazwischen, bevor man das wirklich fassen kann. Aber, aber eben diese, diese Widersacherkräfte, Führen und haben so starke Kräfte, uns aufs Glatteis zu führen, und wir halten sie für die besten Kräfte. Also, wir, wir, wir laufen wahnsinnig gern den falschen Propheten nach und werden dann vielleicht sogar selber falsche Propheten, weil wir genau das glauben. Und das ist, es ist luziferische Parole zum Beispiel, oder es ist arimanische, kann durchaus auch dahinter sein. Die, die arimanische ist, also dort. Natürlich sehr stark drin, wo gerade diese, wie soll ich sagen, puritanischen Moralvorstellungen sind. So sehr gestrenge und vor allem gestrenge mit den anderen in Wahrheit. Mit sich selber nur, nur bedingt. Aber natürlich ist, ist der Luzi auch dabei, weil man glaubt, sich ja sehr, sehr erhaben irgendwo, aber die anderen werden sofort verurteilt und Dinge und. Ding und, und äh, im Grunde müssen wir dorthin kommen, dass wir sehen, wir sind alle Menschen, wir machen alle unsere Fehler, wir sind alle auf dem Weg und wir sind alle bedürftig daran, uns zu stärken, unser Karma durchzutragen. Und wir können einander helfen dabei. Karma heißt ja nie, dass man nicht anderen Menschen helfen darf, dabei dieses Karma zu bewältigen. Das ist auch schon wieder ein Fehlurteil, das aber auch öfters. Man hört von Leuten, die mit der Anthroposophie nicht so vertraut sind, sie dann also falsch einschätzen, dass also Karma bedeuten würde: Na ja, damit er sein Karma erfüllt, da muss er ja jetzt leiden. Also am besten greift nicht hin, ich muss er halt durch. Nein, wir können ihm helfen, in so viel als nur geht, dabei, dass er sein Karma dadurch bewältigt. Das Karma besteht nicht darin, dass er möglichst viel leidet. Sondern es besteht darin, dass er seine Aufgabe bewältigt. Und wie viel ich dabei leiden muss, hängt eigentlich mehr davon ab, wie sehr ich mich dagegen sträube, diese Aufgabe anzugehen. Es ist halt so: äh, und unser Ich in Verbindung auch mit unserem begleitenden Engel macht uns halt aufmerksam. Du. Jetzt ist eine Lebenssituation da wäre Gelegenheit. Du hättest jetzt was zu tun. Und das könnte ganz sanft gehen. Aber dann sagen wir, naja, morgen vielleicht. Heute nicht. Morgen ist aber die Gelegenheit vorbei. Und kommt vielleicht erst zehn Jahre später und klopft dann ein bisschen kräftiger an. In der Hoffnung sozusagen, dass unser Ego hört, dass das Ich da oben klopft. Aber unser Ego ist manchmal taub für das, was da oben ist. Ja, dann klopft es stärker, dann können wir es immer noch überhören. Aber das sind die Widersacher, die verstopfen uns sozusagen die Geistesohren dafür, dieses Klopfen zu hören. Und im Gegenteil, sie zeigen uns sehr schnell, nein, nah, das ist nicht wichtig, da, schau, dort, das ist interessant. Und man geht schon vorbei. Das sind ja oft so wirklich kurze Momente. Das richtige Wort und irgendwas löst sie. Und für den anderen Menschen auch, der, der, der in dieses Karma auch involviert ist, als, als Leidtragender halt irgendwo drinnen. Und das kann sie oft ganz einfach lösen. Es kann sie aber immer, wenn ich das verweigere und öfters verweigere oder unachtsam bin, daran vorbeigehe, an der Gelegenheit, die sie bietet, dann wird es eigentlich erst immer leidvoller. Dann steigert sich das auch. Dann schaukelt sie das hoch. Es kann natürlich sein, dass ich das jetzt schon... In, in, in ein, zwei Inkarnationen vorher so geübt habe und schon dort eine Gelegenheit wäre, naja, dann ist halt in der jetzigen Inkarnation schon beim ersten Mal ein bisschen heftiger. Aber im Grunde sind wir das selber, die da anklopfen. Also unser Ich hat es noch ziemlich schwer, sich in unser Bewusstsein zu, hineinzubringen. Aber wir werden das, denke ich, hoffe ich, in unserer jetzigen Kulturepoche lernen. Und, und dabei unterstützt uns der Christus. Er unterstützt uns ja insofern, als er eben, dass er die, die Lebenskräfte uns gibt, die wir noch nicht selbst erschaffen können. Ich sage jetzt bewusst erschaffen können, weil unseren Ätherleib zu verwandeln, ihn zu erneuern, im Grunde, ja, heißt, ich mache alles neu mit der Zeit. Das können wir aber noch, bezüglich des Ätherleibs noch sehr wenig. Aber da eben ist gerade auch die geistige Schulung. Bis hin also zum malenden Schauen, also zur Imagination hin, ein ganz wesentlicher Punkt. Weil gerade darin werden diese Ätherkräfte wege gemacht. Weil mit was malen wir? Mit was schauen wir mit den Ätherkräften eigentlich? Die sind es. Die, die Formen das Ganze. Und dann bildet sich das Seelische, das Astralische darin ab. Das gibt dem Ganzen noch die, die seelische Färbung. Aber die ganzen Zusammenhänge, und zwar jetzt nicht räumliche Zusammenhänge, sondern vor allem Entwicklungszusammenhänge, also zeitliche Zusammenhänge. So, so ist es eben im, im Lebenspanorama, das wir dann vor uns haben. Da sehen wir wie irgendwas im im 53. Lebensjahr zusammenhängt mit dem 25. Lebensjahr zum Beispiel. Und, und, und so weiter. Also da gibt es sowieso Sachen, die ganz am Anfang des Lebens sind, hängen immer mit Sachen zusammen, die am Ende, gegen Ende des Lebens kommen. Aber es gibt zwischendurch auch Zusammenhänge. Also etwas, was auch in der frühen Kindheit sein kann, kann sein, das hat aber auch... Jetzt wo im ersten Drittel des Lebens eine Bedeutung, es hat dann irgendwo im zweiten Drittel eine Bedeutung und dann die definitive große Bedeutung hat es dann vielleicht im Alter. Aber alles individuell verschieden. Also, weil wir unser Ätherleib, unser Leib, der eigentlich eben notwendig ist zur Bildung dieser, dieser Imaginationen, weil da eben die Bildekräfte drinnen sind. Er ist ein Zeitorganismus, ein höchst lebendiger Zeitorganismus. Und, und da geht es darum, ja, in Wahrheit, wenn man es im Großen nimmt, ja, nicht nur innerhalb des einen Lebens, sondern auch frühere Inkarnationen zu sehen, wie sie im Zusammenhang stehen und Aufgaben für die nächste oder die nächsten Inkarnationen zu sehen. Also das äh, sagt ja Rudolf Steiner auch ganz deutlich, dass das, was wir jetzt kennen, eine Stimme des Gewissens, also wo wir aus uns selbst wissen, etwas Böses, etwas Falsches getan zu haben, das war ja der große Moment in der, in der griechisch-lateinischen Zeit, also als das Gewissen entstand. Das kann man sogar wirklich hier historisch feststellen, Wie habe ich auch schon x-mal erzählt, das ist auch so ein Lieblingsthema. Aber früher war so, ein Mensch hat was falsch getan, war sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, weil er eh aus der Emotion oder aus, dem, aus der Notwendigkeit der Rache oder was herausgehandelt hat. Und, und dann ist er halt verfolgt worden von den Furien. Von den Erinien, wie es in Griechenland hieß, bei den, bei den Römern hat es die, die, die Furien geheißen. Und, und die haben ihn gehetzt durch sein restliches Leben im Grunde. Was war das? Eine hellsichtige Erscheinung einfach der Folgen dieser Untat, was da in mir ja doppelgängerartig an, an Negativem jetzt entstanden ist. Und das ist so stark, dass die Menschen sich ausgeliefert haben, dem, dem Tod, hingegeben haben, dass sich selbst umgebracht haben, nur um dem zu, zu, zu entwinnen. Zu Und den war sind sie dem natürlich eh nicht entronnen, weil dann kam es noch, noch stärker. Aber dann, in der Zeit der, der, der großen Tragödiendichter, beim Euripides, der schildert es als erstes dann beim Orest. Beim weil ich aus mir selbst heraus weiß, etwas Böses getan zu haben. Darum sitzt er niedergeschlagen da. Vorher wird er immer von den Arinien gejagt. Und jetzt für die Zukunft, werden wir nicht die Arinien erleben, die Furien erleben, aber wir werden ein ganz klares Bild von uns sehen, was sich einmal in der Zukunft als Ausgleich, für den Fehler, den ihr jetzt begangen habt, tun muss, sehr konkret, sehr konkret. Und das wird eben auch diesen imaginativ bildhaften Charakter haben, aber anders als bei den Erwinien, weil da eben, äh, weil das Hellsehen zu dieser Zeit schon sehr stark von den Sinnlichen durchdrungen war, es äh, es wird nicht so ein, wie ein Traumbild uns erscheinen, sondern Eben wie eine ganz klare Imagination, die wir aufbauen, die aber trotzdem ihre ganz eigene Gesetzmäßigkeit hat. Da kann ich nicht jetzt einfach herumbasteln und sagen, na ja, das gefällt mir aber nicht so, dran, das, das wäre zu unangenehm. Nein, sondern genauso wie ich. Die Imagination trotzdem, aber aus meiner individuellen Perspektive male, aber das ändert nichts daran, dass es auf eine ganz konkrete Wirklichkeit, auf ein ganz konkretes Wesenhaftes gerichtet ist. Und das ist, wie es ist, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich was in mir zerstört habe im Grunde durch, durch die Tat, und das geht es ja beim Karma, dass ich in mir etwas zerstört habe, in mir, ja, auch im anderen, aber es geht jetzt da in Wahrheit, um das auszugleichen, vor allem um das in sich selber auszugleichen. <laughs> äh, dann hebe ich das eben jetzt in einer solchen freien Imagination vor mich. Das heißt, ich sehe aber, was zu tun ist, was auf mich zukommt. Und welche Möglichkeiten ich als was ich, das ich eben bin, habe, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und da sehe ich, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, wie man das, das Karma erfüllen kann, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten, aber ich werde die Palette an Möglichkeiten sozusagen jetzt schon vor mir sehen, von denen aber weiß, da muss ich noch einiges tun, um das überhaupt vollbringen zu können. Das wird noch in dieser Kulturepoche kommen. So wie in der griechisch-lateinischen Zeit das Gewissen gekommen ist, wird in unserer Zeit eben kommen diese karmische Vorschau. Und sie wird im christlichen Sinne so kommen, dass, dass es nicht nur darum geht, ja, wie gleiche ich mein Karma aus, sondern dass ich es zugleich so ausgleiche, dass es, ja, wie soll ich das in ein Wort, in einen Satz fassen, der nicht kitschig und überhöht klingt, aber so, dass es möglichst auch überhaupt zum Heil der Welt beiträgt. Also nicht nur gut, ich bin jetzt mein Karma los, der Makel ist weg brauche mich nichts kümmern, sondern es ist ein Mehr drinnen. Ich kann die, den Ausgleich so vollziehen, dass gleich noch etwas zusätzlich Positives, die Weltförderndes hineinkommt. Ich weiß, das ist jetzt schon sehr, sehr abstrakt gesprochen, aber, aber <laughs> äh, es ist wert, sich so etwas einmal. Naja, zu überlegen, ich ganz sagen, grübeln darüber, sondern sich so, so bildhaft einmal das selber vor Augen zu führen: ja, wie kann ich mal, da habe ich einen Blödsinn gemacht, da habe ich was falsch gemacht, das gehört korrigiert, aber wie kann ich das so machen, dass gleich andere auch noch was davon haben? Möglichst viele etwas davon haben. Und Eben, das hat dann wirklich zu tun, ohne aber jetzt, was Gott führt darüber zu reden, wieder eben nicht wieder ach, das ist jetzt so christlich oder sonst was. Für reden eben viel darüber. Und da ist es unter Umständen nicht so zu finden. Ich meine, es ist gut, gut darüber zu reden im richtigen Rahmen und davon zu sprechen, aber nicht, wie soll ich sagen, hausieren zu gehen damit. Also über es an, anzubieten, ich schau, ich. Dann, dann sind wir genau auf der gegenteiligen Spur. Ja, lassen wir es heute mal halbwegs rechtzeitig ausklingen. Und das ist Gedanke mit jetzt auch zum Thema Walburgisnacht, kann was ganz Tolles sein, wenn es auch etwas ist. Aufarbeitung der Kräfte, die in mir drinnen sind, aber eben nicht im Sinne weil Nacht Hexensalbe auftragen oder irgendwie im, im, in der Ekstase, im, im Traum, Trauensbewusstsein oder irgendwo da durchzugehen, sondern ganz wach, ganz wach einmal durchzugehen, was sind denn da für Dinge bei mir. Äh, das heißt letztlich also, bewusst anzustreben, die Begegnung einmal mit dem kleinen Hüter der Schwelle. Wenn ich das so bewusst angehe, dann, dann wird es ohnehin nicht die hochdramatische Begegnung im Doppelgänger sein. Die Begegnung im Doppelgänger entsteht ja gerade darin so ähnlich, wie ich es heute geschildert habe, mit der Lilith und dem Ätherleib des, des Faust. Der Doppelgänger erscheint einfach dadurch, weil der Ätherleib gelockert ist. Und dann steht mir eine Gestalt gegenüber, ich selbst, die ich als mich selbst erkenne. Ja, es ist mein Ätherleib. Der, der macht dieses Bild. Und der formt es nach meinem Bild. Weil ja mein äußeres Bild genauso formt. Und darum steht dann mehr oder minder mir selbst. Gegenüber ist aber vielleicht dunkle, verzerrte Gestalt, auch es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber das ist meistens eine heftige Erfahrung. Die Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle verläuft viel besonnener, viel ruhiger, wenn ich eben in die Richtung dieses malenden Schauens gehe. Also mir das langsam. Aufbaue, das heißt, er mich herantaste an meine eigenen dunklen Seiten, Schritt für Schritt, spüre die Berührung, da ist was, aha, da ist sozusagen wer in mir, der, der entspricht nicht dem, was mein Ich eigentlich will, was, sondern der, der die Aufgabe meines Ichs stört, der sie ablenkt. Und dann bildet sich mit der Zeit eben dieses. Dieses Erlebnis des, des Hüters, beziehungsweise eben der Aufgaben, die damit verbunden sind, dass ich diese Dinge in mir trage, dann ist es, wie soll ich sagen, bei weitem nicht so ein erschütterndes Erlebnis wie, die, wie das Doppelgängererlebnis. Aber auch das ist, ist, ist Schicksal, wie das passiert. Also. Es kann auch total für jemand gut sein, also wenn er gerade kaum sie angefangen hat, geistig zu betätigen, wusch, kommt das Doppelgänger-Ereignis und das ist einmal der helle Wahnsinn im Grunde. Aber dann, dann schüttelt man sich und sagt: Gut, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, gehen wir weiter. Weil man spürt dann schon, dass das natürlich zusammenhängt, dass da was aufgeweckt worden ist und und ja, erkenne dich selbst. Okay, jetzt hast du es aber. Erkenne dich selbst, halt mit so wirklich voller Breitseite. Das kann auch sehr heilsam sein. Also, dann wird man sehr bescheiden. Das, das kann durchaus auf dem geistigen Weg, ja, so klein mit Hut, das, das kann gar nicht schaden. Das, das ist ganz wichtig, also, weil natürlich gerade auf einem geistigen Entwicklungsweg die Gefahr des Hochmuts ist immer sehr groß und wo man sich dann schon fühlt als geistig überlegen den anderen, dann glaubt man muss ihnen immer was beibringen und nicht wirklich auf das hört aber und schaut, was brauchen die wirklich? Dann kann ich nämlich schon was geben und das geht dann oft sehr beiläufig. Erst wenn es nachfragen, dann ja, dann kommt mehr. Aber nie, wem was darüber schütten, weil ich ja das alles weiß. Weil da geht es dann oft nur darum, ich zeige, was ich alles weiß. Das, ist, das, das ist, ist unwichtig. Das ist nicht nur unwichtig, es ist kontraproduktiv. Natürlich soll man erzählen, darüber tue es ja auch jetzt. Aber es, 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 es muss aus also der Motivation sein, einfach. Ja, was man halt geben kann, zu geben in der Hoffnung, dass da und dort wem eine Anregung gibt, nicht mehr und nicht weniger. Und, und wenn die Anregung dort ankommt, dann ist es was Gutes und da muss er gar nicht wissen, ob das jetzt von mir kommt oder von sonst irgendjemand kommt. Das ist eigentlich unwichtig. Es sollte ja so gegeben werden, dass, dass der wirklich an dem Impuls spürt, das geht mich. Was an. Da habe ich aber große Verantwortung, ihm nicht einfach meine Lieblingsrezepteln auszustreuen, meine geistigen Lieblingsrezepteln, sind, sehr vorsichtig zu sein dabei. Ich, weil ich, ich, ich darf eigentlich nur was geben, was für den anderen passt. Was anderes kann vielleicht überhaupt nicht passen und bringt ihn mehr ab vom Weg, als, als es ihm hilft hinzufinden. Weil finden muss es selber. Also es ist nur erweckend, dass sagt, du, da ist jetzt. Pass auf, im Grunde nicht mehr. Und schau selber. Empfinde selber. Also, was anderes können wir, können wir nicht machen. Und, und wir müssen also in, in der Anthroposophie sehr aufpassen, dass wir nicht die Leute belehren wollen. Äh, auch der Steiner hat das nicht gemacht. Ganz besonders nicht. Ich meine, er hat gesprochen über die Dinge, er hat erzählt davon. Und. Das Problem ist, ist, ist oft, dass, dass dann im ja von den Zuhörern heute halt die Verehrung entgegengekommen aber die blinde Verehrung, die dann gar nicht das, nämlich die Impulse wirklich aufgenommen haben, sondern sie eigentlich auch, ja wenn ich es jetzt direkt so Luziferisch empfunden: ach, das ist so toll, ich brauche gar nichts mehr tun, ich genieße, was da kommt. Das, das ist zu wenig. Das, das, äh, die Schwierigkeit ist ja oft, Impulse zu geben, ohne dass sie nur genossen werden. Und das ist auch ein Grund, und das merkt man ja an den Texten Steiner so einfach sind sie ja nicht. Also, ja, sicher, wenn man sehr gewohnt ist, damit umzugehen, geht es leichter. Aber es gibt genug Textstellen, wo ich mir heute noch denke, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so wirklich verstanden habe ich es noch nicht. Was meint er eigentlich? Macht nichts, das ist gut. Das ist gut. Und es ist gut, wenn immer so ein bisschen was offen bleibt. Das sei nur, ah, doch. Da ist was zu entdecken, das reicht schon. Das reicht schon. Und das von x Seiten, dann haben mehr Leute die Chance, den Einstiegspunkt zu finden. Und das ist es. Weiterführen muss es jeder selber. Sonst, weil in Wahrheit, so, solange ich es nur im Kopf habe als Wissen, angenommen, ich. ich, ich da, Lernen wir das halt alles ein, was, was die, die wichtigsten Dinge, alles schafft man eh nicht. Aber was der Steiner gesagt hat, dann lebt im Extremfall gar nichts in mir. Dann bin ich innerlich erstickt von dem Wissen, das ich habe. Weil im Moment des malenden Schauens, der Imagination, der beginnenden Imagination, muss ich das alles vergessen haben. In dem Moment muss ich es vergessen. Wenn ich da jetzt reinfahre, ah ja, da hat er ja gesagt, nichts. In dem Moment des Erlebens ist es komplett weg. Nachher kann ich vielleicht vergleichen mit dem und dann kann ich es einordnen irgendwo. Aber im Moment des Erlebens darf das keine Rolle spielen. Das ist weg. Ich meine, im, im, im Grunde kommt dann auch keine Imagination zustande. Also, da muss ich auch den freien Aufbau haben. Also, selbst wenn ich sowas wie die Jahreszeiten-Imaginationen, wo ich jetzt dem Rezept irgendwie folge, aber wirklich haben tue ich es nur, wenn ich sage, jetzt lasse ich den Text einmal fallen, vergesse ihn einmal, haben wir vielleicht noch ein bisschen was gemerkt, haben wir den Einstieg wenigstens gemerkt. Und irgendwo, wo es hinzielt, damit weiß ich, welche Perspektive der Steiner eingenommen hat. Aber jetzt versuche ich mir das selber aufzubauen. Und bewusst so, dass ich nicht, aber was hat er dort gesagt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Na, blätter ich gleich nach. Nee. Nee. Selber versuchen, das Bild aufzubauen, ob das stimmig wird. Das sind Übungen, die einem weiterbringen. Man, es nutzt nichts Geistesschulung im modernen Sinn heißt sich aufs eigene Ich stellen, selber tun. Und der einzige Fehler, den man machen kann, nicht tun. Alles andere, man kann Irrtümer begehen, die werden sie aufklären. Das, das ist nicht das Problem. Aber nicht selber aktiv zu sein, das heißt ich schaffe ich jetzt das Bild, dann werde ich immer in was Äußerem hängen bleiben und, und das führt im Prinzip nicht weiter. Ich meine sicher, ich soll die Texte lesen, von Steinsein, und ich soll es immer wieder lesen, öfter lesen. Umso schwieriger wird es im Übrigen dann jetzt, das auszublenden. Das ist dann die große Übung dabei. Also wenn ich Sachen jetzt zehnmal gelesen habe und, und, oder 20 Mal und, und gerade die Dinge, mit denen man weiterkommen will, ist gut, wenn man die so oft liest und wiederholt. Also weiß ich jetzt, ich nehme nur die Philosophie der Freiheit, ich weiß nicht, wie oft ich die gelesen habe in meinem Leben. Und deswegen habe ich immer noch nicht das Gefühl, ich habe es ganz. Ja, nicht einmal annähernd wahrscheinlich. Aber es, es werden mehr die Dinge, die man wirklich selber dann hinstellen kann. In seiner Unvollkommenheit macht nichts. Aber selbst das Unvollkommene ist dann besser. Als ich kann das Ganze aber nicht aus mir, sondern aus dem Gedächtnis oder sonst wie heruntererzählen. Also Mut haben zu dem. Da kann am wenigsten passieren. Also auch selbst wenn man einen Fehler macht. Kommt man drauf, ja, dann ist halt mein Kammer dann irgendwann zu korrigieren, das macht aber gar nichts. Das ist ja gerade das, was mich weiterbringt. Und das ist eigentlich schön, dann zu sagen, gut, war noch nicht so ganz normal weiter. Immer wieder. Und, und dann geht ja auch in das hinein, dass ich sich immer mehr vertiefen kann. Weil wie bei allen Texten Wesentliches steht zwischen den Zeilen. Das heißt, das fokussiert mir auf was und da sehe. bumm, Da ist noch so viel drinnen. Das ist ja gar nicht jetzt gedruckt dort, sondern das ist eben zwischen den Zeilen, zwischen den Worten, zwischen den Lauten, wie auch immer. <laughs> Gut. Aber jetzt habe ich schon wieder nicht aufgehört zu reden. Ich lese euch noch einmal den Wochenspruch und dann Schluss für heute. Fünfter Wochenspruch. Im Lichte. Das aus Geistestiefen im Raume fruchtbar webend der Götter schaffen offenbart. In ihm erscheint der Seele geweitet zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit innenmacht. macht. Punkt, Schluss, aus für heute. Jetzt alles loslassen, vergessen und schauen, was passiert. Ich danke euch fürs Dabeisein. Danke alle im Livestream, die ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Wolfgang. Gerne, meine Lieben. Schnell will euch noch sehen. Genau. Danke. Danke schön. Bis zum Schön, nächsten Mal. Schönen Abend, Abend. schönen Abend euch auch. Danke. Eine schöne Walburgisnacht. Genau. Papa. <laughs> genau. <laughs>